Pereine zum Gruße, meine Freunde. Ich bin Osko. Und das ist meine Gruppe. Ich weiß, wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Und manchmal tun wir Dinge, die euch nicht gefallen werden. Und wenn es euch nicht passt, dann macht eine Pause. Den Rest von euch lade ich ein, uns auf unserer Reise zu begleiten. Doch achtet bitte auf euch. Die Ramak ist ein Land voller Schrecken. Und solltet ihr dafür nicht bereit sein, dann bleibt lieber hier. Der Rest folgt mir. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder die Splitterdämmerung DSA in einer völlig freien Version. Ähnliche Regeln wie in Aventurische Meisterschaft. Und ja, ein Buch, was ich euch sowieso generell mal ans Herz legen kann. Immer wieder. Tolles Ding. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben lange, lange Pause machen müssen. Die Seuche hat uns heimgesucht. Und ist auch noch nicht völlig verschwunden. Einige von uns sind immer noch schwer gezeichnet, in Anführungsstrichen. Aber ich hoffe, euch da draußen geht allen gut. Und heute sind wir auch nicht ganz vollzählig, denn der Marot musste für heute leider kurzfristig absagen. Aber ich glaube, der ist im Geiste bei uns. Und außerdem heute mit dabei die Elanor als Elena von Kokum. Konrad zum Große, einen wunderschönen guten Abend. Und der Kakko als Osko Gerdenthal, der Pereinen-Novize. Pereine zum Große. Dann haben wir Sierra als Mora Weyrand, die Schmugglerin. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Und last but not least, der Ossi als Astanio Amano zu Jannisberg. Der Weißmagier. Möge Preis das leiten. Ja, Verzeihung. Es könnte heute einige Male passieren, dass entweder ich oder andere hier in der Runde ein bisschen husten. Also passt auf eure Ohren auf. Falls wir mal nicht dran denken, irgendwie das Mikrofon zu muten rechtzeitig. Ja, es ist lange her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Ich glaube sogar fast, es müsste ein Monat sein, ne? Seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Und ja, von daher ist es vielleicht ein bisschen schwierig, wieder für uns reinzukommen. Wir sind ein bisschen aus dem Spielrhythmus heraus, aber ich versuche mein Bestes, um ein bisschen nochmals für euch auch zusammenzufassen, was beim letzten Mal passiert ist. Unsere HeldInnen sind immer noch unterwegs in der Ostrabenmark und sollen dem Heer des Westens den Weg ebnen, auskundschaften und möglichst Widerstandsnester irgendwie ausnehmen, den Weg für das Heer freimachen, Lagerplätze suchen und generell die Invasion des Westens in den Osten vorbereiten.
Und haben auch in ihrem Anführungsstrichen Heimatort Neu-Ogrinwacht schon damit angefangen und haben dort die örtliche Nekromantin und Tagunitot-Priesterin dem Gar ausgemacht und den örtlichen Widerstand gestärkt und sind jetzt auf der Weiterreise Richtung Geisfeld, eine etwas größere Stadt, aber es heißt nicht, ja, so hat ungefähr so 300, 320 Einwohner wahrscheinlich. Also schon was größer als Neu-Ogrinwacht und sind im Winter unterwegs und haben sich gewundert, dass in der Umgebung von Geisfeld trotz des vorherrschenden Winters die Felder Früchte tragen, die Weinberge Früchte tragen und allgemein für diese Jahreszeit die ganze Natur etwas ungewöhnlich daherkommt. Baron von Butzhausen, vielen Dank fürs Koala-Kraulen. Immer wieder gerne. Ja, und sie haben auch einen möglichen Grund dafür herausgefunden beim letzten Mal, warum das denn so ist, denn sie haben ein Elementar bei der Arbeit, ein Humus-Elementar gesehen, das das Leben in die Feldfrüchte einhaucht. Und ja, wie könnte das da hinkommen und warum ist das da? Auch dafür gab es eine relativ einfache Antwort, denn einige Stadt-Dorfbewohner haben ein Blutopfer dargebracht an einem kleinen Altar und dadurch auch das Elementar gütig gestimmt. Also ist es wahrscheinlich der Grund, warum Geisfeld in der Umgebung hier in Ostrabenmark als die Kornkammer verschrien ist. Die Menschen leben hier anscheinend im Überfluss. Und jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck davon, warum das so ist. Obwohl sonst in der Ostrabenmark gerade Richtung Todeswall die Landstriche immer sehr gezeichnet sind von dem Herzog Borberatz, der dort sehr viel Leben vernichtet hat. Hallo Snake, schön, dass du auch da bist. Und Baron von Butzhausen, ja, immer sehr flauschig hier. genau, und wir sind jetzt also in der näheren Umgebung der kleinen Stadt Geisfeld. Und für Mora ist das was ganz Besonderes, denn Mora kennt diesen Ort. Denn das örtliche Weingut von Jardin Schwarzbach, einer der reichen Leute hier, ist ihr nur zu gut bekannt, denn sie ist dort öfters ein- und ausgegangen in ihren wilden Tagen und hat dort, vielleicht bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, vielleicht wird das gleich noch Thema. Falls ihr euch fragt, irgendwie, wo das Ganze denn irgendwie ist, hier ist nochmal eine Karte von der Rabenmark, da könnt ihr auch Geisfeld sehen. Wenn ihr irgendwie vom Todeswall dieser gestrichelten Linie auf der linken Seite etwas weiter Richtung Osten geht, die Straße entlang, seht ihr Geisfeld. Und hallo Donald Power, schön, dass du auch wieder da bist. Danke nochmal für all deine Kommentare immer unter den Videos. Immer sehr gut als Zusammenfassung, wenn man das vorher nochmal liest. Genau. Und genau, nach Geisfeld waren wir unterwegs und deswegen werden wir da gleich auch wieder einsteigen im Umland von Geisfeld. Falls ihr hier gerade neu irgendwie zuguckt oder nicht so regelmäßig die Splitterdämmerungsrunde verfolgt, lasst euch gesagt sein, wir versuchen gleich möglichst immersiv zu spielen. Das heißt, wir werden nicht so gut auf den Chat eingehen können. Ich lese alles und so und vielleicht antworte ich auch, aber falls ihr irgendwie, könnt euch gerne auch untereinander unterhalten und Fragen stellen, könnt ihr sowieso immer. Aber erwartet bitte nicht, dass wir während dem Spiel großartig darauf eingehen. Kann sein, dass wir es machen, aber seid uns nicht böse, wenn wir es nicht machen. So. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es diese Runde hier auch als Podcast gibt. In den üblichen Podcast-Catch-Dingern, also so
Spotify und iTunes und so. Könnt ihr danach mal suchen. Wir sind jetzt wieder aktuell mit dem Podcasting. Ich habe die Seuchenzeit genutzt, um die ganzen Sachen zu schneiden. Und ja, rutscht da ruhig mal rein. Da könnte nämlich auch die ein oder andere Sache etwas anders sein als in den YouTube-Mitschnitten, weil ja, einige Sachen zusammengeschnitten und umgeschnitten wurden und von meiner Seite einige Beschreibungen vielleicht neu eingesprochen wurden, die vielleicht etwas deutlicher und anders sind als das, was ihr hier habt. Und ich würde sagen, kennen ist das, was im Podcast ist. Also wenn, falls ihr genau wissen wollt, was los ist, müsst ihr den Podcast hören. Ist jetzt nicht so viel unterschiedlich, aber an der einen oder anderen Stelle schon. Der verrückte alte Mann ist aber auch noch da. Das ist richtig. Der verrückte alte Mann ist da. Das bin ich. Oder meinst du Astanio? Ja, der ist auch noch da. Weil der ist gar nicht so alt. Der tut nur so und sieht nur so aus. Das ist das große Problem, was er hat. Der Jungspund gefangen im Körper eines alten Mannes. Eines alten weißen Mannes. Naja, so jung spurt jetzt auch wieder nicht, ne? Ja, okay, im Vergleich zu Osku nicht, das ist richtig. So, gehen wir gleich in die Rabenmark hinein und dann schauen wir mal, wohin uns unsere Reise heute führt. Irgendwo, wo habe ich denn meinen Tab mit dem Meeting? Ich wollte das Ganze nämlich aufzeichnen. Recording in progress. Schaut mal. Alles nicht verlernt über den Monat jetzt. Gut, begeben wir uns in die Rabenmark hinein. Es ist Winter in der Ostrabenmark und unsere Heldinnen sind unterwegs im Umland des kleinen Städtchens Geisfeld. Es ist merkwürdig, hier durch den Schnee zu stapfen, während an den Bäumen Feldfrüchte hängen und die Felder in voller Blüte sind, mitten im Winter. Hin und wieder erkennt ihr zwischen den Bäumen und den Hainen kleinere Elementare wandern, von denen ihr nur wisst, dass sie dort sind und die jetzt deutlicher sichtbar sind dadurch. Astanio hat durch sein magisches Monokel die Spuren der Kraftlinie deutlich sehen können hier. Und auch die anderen konnten einen Blick dadurch werfen und haben einen Eindruck bekommen, wie die astrale Welt auf Astanio wirken muss. Denn normalerweise ist er der Einzige, der das wahrnehmen kann. Man ist sich nicht ganz sicher, mit was man es hier zu tun hat. Besonders Jandrik ist ziemlich aufgewühlt nach der Begegnung mit dem Blutopfer. Und er macht aus seinem Unmut keinen Hehl. Er mahnt zur Vorsicht. Das kann, wenn es hier wirklich ein kleines Städtchen ist, eigentlich nur besser bewacht sein als Neu-Ogrenwacht. Er meint, man sollte auskundschaften. Und ehe irgendjemand von euch widersprechen kann, hat er sich schon in die Büsche geschlagen und ist zwischen den einzelnen Sträuchern und Hainbäumen nicht mehr zu sehen. Lässt euch unverrichteter Dinge mitten in diesem Hain stehen, seitens der Straße. Na, wunderbar. Und weg ist er. Immer so ungestüm. Yep. Und wo gehen wir jetzt hin? In den Ort oder zu diesem ominösen Weingut? Ich weiß es nicht so richtig, aber ein Auge auf Jandrik können wir jetzt wohl nicht mehr werfen. Ich habe nur ein wenig Sorge, dass er noch weitere Dinge sehen wird, die ihm nicht gefallen. Und dass es dann nicht mehr so glimpflich ausgeht mit deinem Zähneknirschen und deiner Faust in der Tasche. Hoffen wir einfach, dass er weiß, wie er sich zusammenreißen kann.
Ich denk auch, er weiß, dass er in der Stadt kein Blutbad mal eben so anrichten kann. Ja, ich hoffe, dass er noch bei Vernunft ist. Manchmal ist er, naja, seine Gefühle kochen über. Ja. Yep. Was das Vorgehen angeht, vielleicht, also ich weiß nicht, was man bei diesem Weingut in Erfahrung bringen kann, aber vielleicht sollen wir doch erstmal in die Stadt und uns einen kleinen Überblick verschaffen. Ja, einfach mal sich umhören, oder? Ja. Das klingt nach einem Plan. Ich werde Jandriks Pferd nehmen, es führen. Dann lass uns mal wieder aufsitzen. So kommen wir schneller voran. Ich meine, wahrscheinlich wird man früher oder später mich hier auf der Straße wiedererkennen. Ich bin hier schon ein paar Mal gewesen, habe mit Schwarzbach Geschäfte gemacht. Mit dem Weingutbesitzer? Ja. Hm. Ein großspuriger Typ. Richtig ätzend. Aber er hat viel Geld. Und er macht fantastischen Wein. Und den Grund dafür kennen wir ja jetzt. Und sie weist mit der Hand auf die prall gefüllten Rebstöcke. Hm. Deswegen, der schmeckt ein wenig zu gut, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ich verstehe schon. Wie ist denn sein Ansehen in der Stadt? Soweit ich weiß, mal so, mal so. Ich meine, er ist großspurig, aber er gibt den Leuten auch Arbeit in den Feldern. Aber... Verstehe. Ich habe ja mal erzählt von diesem Grammas, den ich gejagt habe. Also ja. Vordergründig, aber eigentlich wollte ich ihm helfen. Ja, den Schwarzbach hat gute Kontakte, auch zu den ansässigen Nekromanten. Und das ist der Grund, warum überhaupt erst auf Grammas sein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Grammas Bruder gehörte einst das Weingut und Friedrich Grammas wollte sich rächen, dass es seiner Familie weggenommen wurde. Wollte ein Attentat auf Schwarzbach ausführen. Und dafür, dass er ein zwölfgöttergläubiger Mann ist, wurde dann ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ja, und mit dem Kopfgeldjägerbrief, das war meine Chance, so schnell wie möglich an ihn ranzukommen und ihn verschwinden zu lassen. Und offiziell ist er tot. Und ich verstehe. Die Leute sagen, dass ich es gewesen bin. Und das habe ich auch jedem glauben lassen, versteht ihr? Ich war richtig, richtig gemein. Ja. Um es beschönigend zu sagen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich euch mit in den Ort begleiten sollte. Die Leute mögen mich nicht so sehr hier. Also, vielleicht hast du in dem Punkt recht. Aber so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, die Leute, die mich mögen, sind garantiert Schwarzbach-Freunde und unsere Feinde. Aber die mich anfeinden, könnten unsere Verbündete werden. Aber das ist alles ein wenig verzwickt. Was ist denn, wenn du ihnen die Wahrheit sagst, was du gemacht hast? Dann? Ja, dann also nein, nicht ganz. Es ist ja die Frage, wem du sie erzählst. Aber wer wird mir glauben? Ich meine, ich habe gute Beweise geliefert, dass Grammas zur Stadt gebracht wurde. Und nur mal unter uns, ich habe verdammt viel Geld dafür eingestrichen. Nun, ich würde Folgendes vorschlagen. Lasst uns doch, nachdem wir eh eine getrennte Gruppe haben und das Tanjo deutet auf das leere Pferd, lasst es uns doch so machen, wie wir es damals gemacht haben bei Neu-Ogrenbach. 2 gehen ins Dorf, 2 gehen zum Wein. Ich würde Grammas gerne erstmal auf zum Weg gehen. Solange wir können. Aber niemand wird sich hier offen gegen ihn stellen, verstehst du? Nun, dafür wurden schon zu viele Menschen auf seinem Acker geopfert, damit der Wein weiter blüht. Das ist mir bewusst, aber wir haben nicht viel Möglichkeiten, wenn du nicht mit ins Dorf kannst. Ja, sie könnte die Umgebung im Auge behalten und wenn wir merken, dass die Stimmung gut ist, holen wir sie, geben ihr Bescheid, dass sie reinkommen kann. Das könnten wir. Ihr könntet euch vielleicht erstmal ohne mein Gesicht umhören. Vielleicht mal nach den alten Geschichten fragen, was die Leute über mich sagen. Oder über
dieses Ding, was hier die Pflanzen blühen lässt. Ja. Es wurde ja gesagt, dass es jetzt plötzlich irgendwie öfter gerufen wird. Halt jetzt auch im Winter. Vielleicht sollten wir genau die Rollen spielen, die wir jetzt gerade reinpassen. Als neue Reisende, die einfach nicht wissen, was hier vor sich geht und einfach davon überrascht sind, dass es im Winter immer noch so lebendig hier ausschaut. Ja. Vielleicht könnt ihr euch als arbeitssuchend ausgeben. Einfach aus einer Ogrenwacht. Dort gibt es so wenig und hier gibt es mehr. Ich halte mich dann erstmal zurück, versteht ihr? Ja. Ich würde die Leute eventuell nur verschrecken. Klingt für mich nach einem Plan. Also auf zum Gasthaus. Ich folge euch in einigem Abstand und halte mich erstmal im Hintergrund. Ich hoffe, dass ich nicht gesehen werde. Sei vorsichtig. Ihr auch. Damit schlägt Mora die Kapuze wieder über ihr Gesicht und verschwindet erstmal in den Reihen der Weinberge. Na dann vorwärts. Jawohl. Stanio murmelt noch etwas von: Ich hatte mich doch so sehr auf den Wein gefreut. Und trottet dann den anderen beiden hinterher. Wenn wir Erfolg haben, Astanio, kannst du immer noch Wein trinken. Vielleicht trinken wir auch mal einen zusammen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich den Wein trinken sollten, der hier angebaut wird. Das war nur dahergesagt. Da hast du schon wollen und ja, wollen und sollten. Ich finde, alles, was hier wahrscheinlich zu essen kriegen wird, irgendwie ist durch Blutopfer entstanden. Wir werden nicht drum rumkommen. Oder respektive, ich weiß nicht, wie ist das? Blutopfer, wird das auch die Magie fördern? Oder ist die Magie hier und durch das Opfern von Blut beschwichtigt man die Elementare, die hier rumgeistern, die hier rumwandeln? Guck mich nicht so an. Ich habe keine Ahnung von Blutmagie. Aber gibt es da nicht irgendwas Vergleichbares in der Magie, dass man was das erklären könnte? Naja. Nein. Das ist, was mit Ernte und sonst was zu tun hat, das sind eher die Geweihten für zuständig, nicht die Magier. Das stimmt. Da habt ihr recht, Astanio. Wobei, selbst ich als Vize-Pereine, und dabei schaut sich Oskar nochmal umschweifend um, von so etwas noch nie in meinem Leben gehört habe. Was aber nichts heißen muss. Ich habe ja immerhin nur das hier. Und Oskar steckt dieses kaputte Buch nach oben. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, Oskar, dass sich weder Blutmagie noch irgendwelche Opfer sich in der Kirche der Pereine gut machen würden. Oh, es gibt bestimmt auch rituelle Opfer zur Erdezeit, die wir nie behandelt haben, weil wir haben uns halt auf die Heilung der Kranken fokussiert. Aber nein, so, von so Blutopfern hat mein Meister nie was gesagt. Würde mich auch sehr wundern. Ja. Den Göttern zu opfern ist doch aber, finde ich, etwas anderes, hat einen anderen Zweck als dieses Opfern, was sie hier tun. Ich meine, sie ernähren sich damit und die Leute, aber es ist irgendwie trotzdem falsch. Immerhin benutzen sie jetzt Tiere und keine Menschen mehr. Zumindest die meisten? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es ist einfach doch falsch. Um jetzt mal philosophisch zu werden, ist es so viel besser, Tiere zu opfern? Leben für Leben? Ich denke, das Leben kommt für Segen auf die Person an, mit der du darüber sprichst. Das denke ich auch. Aber ich denke, dass so Blutopfer generell, naja, indiskutabel sind. In dieser Art und Weise, ja. Aber vielleicht, ja, was sagten die Männer von vorhin noch? Dass es seit diesem Winter erst so extrem ist, oder? Dass es so gut läuft, ja. Dass es so gut funktioniert. Vielleicht hat das ja wirklich etwas mit unserer
mit unserer Mission zu tun, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass innerhalb von ein paar Tagen so etwas hier sprießen kann. Na, es war ja schon immer die Kornkammer. Aber es scheint jetzt noch besser und öfter und einfacher zu gehen. Aber das sind saftige grüne Wiesen und Gestrüpp und Bäume. Hast du gesehen, so etwas kann im Winter nicht wachsen. Selbst wenn es die Kornkammer ist, dann wird es zwar fruchtbar sein, ja, aber das so etwas ist unfassbar. Hier ist jede Menge Magie, das ist vielleicht der Grund dafür. Ich kenne mich damit nicht aus. Wie siehst du das, Astana? Du hast ja dich dieses. Für mich war das einfach wie ein 1000 Regenbogen auf einmal, durch dieses Monokel zu gucken. Nun, du kannst dir das so. Stell dir das vor wie ein Teich. Ich bin im Vergleich zu dem, was du gesehen hast an der Pfütze. Und das ist ja ein Teich, in dem man baden kann. Ja, ja. Was das genau bedeutet, tut mir leid, die Stunde habe ich, glaube ich, geschwänzt. Tja. Kannst du die Kraft hier denn auch für dich selber nutzen, die hier in der Umgebung ist? Weil mein Arm zwickt immer noch. Ich würde nicht drauf wetten. Kannst du dir trotzdem vielleicht heute Abend nochmal meinen Arm ansehen? Natürlich, kann ich tun. Wenn du mich führst, ich bin dann blind wie ein Maulwurf. Weißt du das hier? Es ist dir. Ich weiß es nicht, wie das. Ich weiß nicht, wie Magie funktioniert, aber es ist irgendwie. Darum geht's nicht. Es geht eher um Astralia zeigt. Ja, ich werde mich schon. Keine Sorge, ich lasse dich nicht. Lass dich da nicht stehen. War ja auch nicht das erste Mal. Ich knuff dich in den Arm. Also. Ich auch. Liebste Gattin, liebster Neffe. Ich würde vorschlagen, wir reiten. Onkel. Wir reiten in das Dorf. Ja. Elena checkt vorher nochmal gerade den Sitz des Tuches um den Säbel, dass er nicht gleich so ganz auffällig blinkt. Das schaut gut aus. Und dann vorwärts. Jawohl. Ihr nähert euch dem kleinen Stadt und seht irgendwie einen relativ gut und in Schuss aussehenden Palisadenzaun, der um die einzelnen Häuser, die man hinter dem Zaun erkennen kann. Der das kleine Städtchen umgibt. Ein großes geöffnetes Tor führt von der Straße aus in den Ort hinein. Und ein kleines Garnisonshäuschen ist neben dem Tor platziert. In weiß und rot angepinselt, dass es deutlich auffällt. Eine Fahne mit einer siebenzackigen Krone auf rotem Grund ist zu sehen und weht im kalten Wind. Zwei gerüstete Personen stehen an den Seiten des Tores, auf große Schilde gelehnt, blicken sie etwas missmutig auf die Leute, die ein- und ausgehen, und werden dann euer Gewahr, wenn ihr die Straße entlang kommt. Nehmen dann etwas mehr Haltung an, als sie es vorher gemacht haben. Meine Herrschaften. Dunkle Mutter zum Gruße. Dunkle Mutter zum Gruße. Sanyo nickt nur. Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Wir sind Reisende und suchen nach Arbeit. Allerdings solltet ihr hier schnell fündig werden. Wie sind denn eure Namen? Sehr. Nun, ich bin Gregor Hünenfeld. Meine Begleiter können sich selber vorstellen.
Tante, wollt ihr zuerst? Bitte. Jasmin Hünefeld. Oh, ich bin Oskar Hünefeld. Hm. Alle drei Hünefelds, ha? Richtig, richtig. Kommt ihr her? Ach, aus der Gegend um Schwarzhöhe. Schwarzhöhe? Deswegen, naja, suchen wir auch Arbeit. Habt ihr irgendetwas auf eurem Weg hierhin an der Straße Ungewöhnliches beobachtet? Nun, bis auf das, dass es hier wirklich wundervoll blüht und wirklich ein, dass es eigentlich wirklich ein Wunder ist, was hier alles angebaut wird zu dieser Jahreszeit. Nein. Ja, das sind die Wunder der dunklen Mutter. Wir sind tief in ihrem Segen verwurzelt hier. Ich verstehe. Ach, welch, was ist das nur für eine Freude? Na, ich würde sagen, weil ihr aus dem leicht gebeutelten Dörfchen kommt, ein Kupfer Zoll zum Eintritt in die Stadt. Gewiss, gewiss. Meine liebste Gattin, haben Sie vielleicht meine Geldbörse? Ich glaube, ich habe es bei Ihnen aufs Pferd gelegt, nicht bei mir. Selbstverständlich, mein Schatz. Und ich krame entsprechend den Kupfer raus und reicht es dem runter. Ein Kupfer für jeden. Oh, Verzeihung, dann habe ich euch falsch verstanden. Ich gebe dann noch zwei weitere. Ah, danke schön. Hab mich unklar ausgedrückt. Verzeihung. Nun, was Waffen tragen in der Stadt ist untersagt. Benehmt euch, macht keinen Unsinn. Und mit Sonnenuntergang wird das Tor geschlossen. Wenn er draußen ist, hat Pech. Okay, vielen Dank. Verzeiht. Ja? Aus Neugier. Weshalb wird es, also weshalb so strenge Regeln? Gibt es Banditen draußen? Ja, wir sind hier in der Nähe des Gebirges und immer wieder kommen hier so irgendwelche Unmenschen vorbei. Meinen sich an den Feldern gütlich zu tun und so. Unmenschen? Ja, diese Tiermenschen. Oskar schaut verblüfft zu Astalio rüber. Auch Astalio schaut ein wenig verwirrt rein. Diese dreckigen Barbaren aus den Felsen. Ach. Und dann geht Astalio und Licht auf. Nun gut. Ja, ich habe von Ihnen gehört. Und Astalio erinnert sich daran, dass das wahrscheinlich Trollzacker sind. Ja. Ja, jetzt, wo ihr es sagt, ja. Ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Ja. In der Tat. Gut, vielen Dank. Ja, kein Problem. Falls ihr eine Unterkunft sucht, ihr könnt zur Roten Wiese unterkommen. Das andere Gasthaus hat leider geschlossen. Diese Barbaren haben den Besitzer getötet. Oh nein. Schrecklich, schrecklich. Ja, also müsst ihr mit der Roten Wiese Urlaub nehmen. Ist jetzt auch nicht die unglaublich schlechteste Wahl. Immerhin ist das, sind die Betten da sauber. Ach, Herz allerliebst. Und Geld scheint er ja zu haben, also. Nun, so viel, wie man heutzutage natürlich haben kann. Meine lieben Herren, ich danke Ihnen für den freundlichen Empfang und für die Informationen. Ich hoffe, es wird Ihnen noch irgendwann vergolten. Hm. Und damit reitet Astanio an den beiden vorbei. Ja, sie lassen dich auch ohne Probleme passieren. Elena auch führt dann das vierte Pferd mit. Und die anderen dann folgt ihm. Wenn Elena Astanio anschaut, dann siehst du ihn von einem, wie ein Honigkuchenpferd, von einem zum anderen Ohr grinsen. Ja,
Ihr passiert das Tor und könnt dann irgendwie die Häuser sehen, die sehr gut gepflegt aussehen hier. Es sind zwar einfache Häuser, aber sie sehen, wie gesagt, sehr gepflegt aus. Teilweise haben sie sogar richtige Fenster eingesetzt. Die Menschen, die hier auf der Straße laufen, sehen auch ja, recht wohlhabend und gut genährt aus. Im Vergleich zu Neu-Ogrinwacht sind das hier deutlich reichere und ja, besser situierte Menschen anscheinend. Ihr seht ein paar Kinder auf der Straße spielen, irgendwie, ihr seht auch einzelne Tiere, die über die Straße laufen. Ansonsten haben die halt sehr feine Gewandung an im Vergleich zu den Sachen, die Leute in Neu-Ogrinwacht getragen haben. Und ja, es ist allgemein freundliches und quietschfideles, buntes Treiben auf der Straße. Man hat versucht, den Schnee möglichst weit irgendwie auf dem Weg herunter, von dem geraden, schnurstraßigen Weg an die Häuserfassaden wegzuschippen. Kleine Schneeberge haben sich dadurch aufgetürmt zwischen den Häusern. Und einige Kinder machen gerade eine Schneeballschlacht. Und an dem einen oder anderen Schneemann könnt ihr auch vorbeireiten. Ah, das ist ja echt ganz andere Stimmung als daheim. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, ehrlicherweise. Naja. Das heißt, es wird nur noch schwieriger, die Leute davon zu überzeugen, sich die richtigen Sachen anzuschließen. Und das Tanjo malmt mit dem Kiefer. Ich verstehe dich. Immer mal Das wieder antwortet eine Leise. seht ihr einen schwer gerüsteten Soldaten auf der Straße oder zwischen den Häusern. Entweder laufend oder auf sein Schild gestützt stehen. Die Wappen zeigen hier das Wappen der Drachengarde. Das wird ja immer lustiger. Ich muss dem Jungen ja leider recht geben, ne? Aber das wird nicht so einfach wie in Ogrenwacht. Es wird bald deutlich, warum so viele Drachengardisten hier Patrouille laufen. Als ihr den kleinen Marktplatz erreicht, auf dem auch ein großes Schild zum Gasthaus zur Roten Wiese weist. Ein wirklich in völliges Rot angestrichenes hohes Haus, das höchste Haus, was ihr bis jetzt hier gesehen habt, mit zwei Stockwerken. Und im Anschluss, direkt rechts neben diesem Gasthaus, ist ein mit einem merkwürdigen Turm versehenes kleineres Häuschen. Und Osko wird es auf jeden Fall erkennen. Das ist auf jeden Fall ein besonderer Turm und ein besonderes Häuschen, denn hier wird anscheinend Winzerei und Brauerei betrieben und man kann auch deutlich Fässer sehen, die hin und her gerollt werden vor der Tür. Und man hat sogar draußen ein paar Tische aufgestellt vor dem Gasthaus, allerdings sind die alle leer momentan. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein kleiner, so eine Art Tempel errichtet worden. Ein schönes, weitläufiges Haus mit einem großen geöffneten Tor. Allerdings überrascht es euch, dass es hier keine Insignien der dunklen Mutter zu geben scheint. Im Gegenteil, man findet hier eigentlich keine euch bekannte Gottheit, die hier wohl angebetet wird, allerdings einen großen Opferstein. In der Mitte auf diesem kleinen Marktplatz, es sind ein paar Buden aufgebaut. Und in der Mitte ist ein kleiner Hügel und auf dem Hügel aufgebaut eine Art Podest, auf dem sich vier große Käfige befinden. Eiserne große Käfige, ungefähr 1,60 Meter, 70 hoch. Und in diesen Käfigen sind zusammengekauert, weil sie unglaublich groß sind, vier mit Fell gekleidete, schmutzig aussehende Gestalten. Das ganze Podest ist über und über mit faulem Obst und Gemüse bedeckt.
was schon vor sich hin gammelt und stinkt. Eine Verschwendung. Stranium malmt weiter mit seinem Kiefer und zischt dann zu den anderen zu, das sollten wir uns merken. Mhm. Wenn wir die Käfige irgendwie aufkriegen könnten, werden die Insassen eindeutig ein bisschen nicht so gut auf die Leute zu sprechen zu sein. Das könnte uns vielleicht später noch weiterhelfen. Helena nickt nur. Schaut sich das an, zieht ihren Mantel noch mal ein bisschen enger, sodass keiner ihre Schwert sieht. Bewacht wird dieses kleine Podest von zwei Bütteln, die deutlich weniger gerüstet sind als die Gardisten, die ihr bis jetzt gesehen habt. Sie haben einen großen Knüppel an einen Gürtel geschnallt, an der Seite hängen und tragen einen auffälligen, breitkrempigen Hut mit den Farben Rot und Weiß. Und ansonsten sind sie eine relativ normale Kleidung, tragen also keine Rüstung oder sonst irgendwas. Sprechen auch die Leute freundlich an, sich nicht den Ungeheuern zu nähern. Sie weisen euch, wenn ihr vorbeikommt, auch darauf hin, dass man sich den Ungeheuern nicht nähern soll. Und falls ihr Lust habt, könntet ihr da drüben an dem Fass ein paar faule Tomaten vom Werfen benutzen. Asanjo bleibt bei diesen Worten stehen und lächelt wieder zuckersüß die beiden Büttel dort an. Nun, ich würde mir gerne noch ein wenig Spaß erlauben, doch leider sind wir sehr müde, wir sind von weit her gekommen und eigentlich suchen wir hier die, ich glaube, die Rote Wiese hieß es. Könnt ihr uns denn nicht sagen, wo die ist? Euch hat's die Sprache verschlagen. Da vorne das Rote Haus. Seht doch, könnt ihr lesen? Riesige. Ach, ja, tut mir leid, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ah, verstehe. Ihr könnt lesen, oder? Ansonsten könnte ich euch empfehlen, morgen Abend gibt es eine Schulveranstaltung im Tempel. Nun, ich kann sehr wohl lesen, nur leider, wie ihr vielleicht seht, ist das Alter bei mir schon vorangeschritten und ich sehe nicht mehr auf weitem Blicke. Frau Dergelstein möchte nämlich nicht, dass wir hier alles Analphabeten in der Stadt haben. Ein löbliches Ziel. Ja, dann noch einen schönen Aufenthalt. Ich danke euch. Helena hat auch ihr Pferd gezügelt und nickt und reitet dann jetzt, lenkt das Pferd zum Haus rüber. Ja, dann seht ihr einen kleinen Knecht, der euch schon von Weitem ankommen sieht mit den Pferden und zu euch hinzuläuft. Seid ihr Gäste der Roten Wiese? Ja, mein Junge. Und Astadio hat plötzlich gar nichts mehr Süßes in seinem Gesicht und springt von seinem Pferd ab und wirft die Zügel dem Jungen hin. Guck, dass die Pferde gut. Gegen einen Kupfer kann ich sie zum Stall umbringen und unterbringen lassen. Stanis schielt zu Elena rüber. Bezahlen könnte die dann drin. Ach so, okay. Ja, ich nehme aber gerade noch mein Gepäck. Elena nimmt ihre Sachen vom Pferd. Und Stanis wendet sich nochmal an den Stallburschen. Und dass den Pferden auch ja nichts passiert. Nein, nein. Schöne Tiere. Ich kontrolliere das. Er klopft einem Pferd so auf den Hals. Asalio gibt ihm nochmal einen strengen und ernsten Blick und würde dann in die Taverne verschwinden. Ich kümmere mich gut darum, Herr. Das möchte ich auch hoffen. Bleibt dann stehen und schaut so. Und den anderen beiden. So, ja, Elena steigt dann auch ab. Jetzt auch gestiegen, gibt ihm dann auch seine Zügel. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, ein Kupfer und ich bringe es zu den Stallungen und spreche dort, dass sie gut untergebracht werden. Ja, aber die Stallungen kosten nochmal extra, wisst ihr, ne? Wir fragen einfach drin und sagen Bescheid und dann. Okay, ich warte dann hier. Ich kann ja währenddessen schon mal habt ihr Striegelzeug?
Ich glaube, in. Ich müsste gucken, irgendwo haben wir es bestimmt. Na, egal, ich kann auch. Ja. Ich kann gut mit Pferden. Das freut mich gut. Dann lass uns mal reingehen und Lena geht auch rein. Na gut. Und die Namen? Tatsächlich haben wir denen noch keinen Namen gegeben. Das ist ein bisschen traurig. Ja, wir sind lang unterwegs und hatten andere Probleme. Du siehst ja, das Wetter ist nicht gerade das Beste zum Reisen, aber. Das sind nur Mietpferde, hä? Ja, schon gekauft, aber trotzdem, der hatte so viele, der hat nicht jedem Pferd seinen Namen gegeben, von dem wir sie haben. Und wir haben sie noch nicht sehr lange. Gut, dass ihr jetzt hier seid, dann kann man sich viel besser um die Tiere kümmern. Ja, gut, dann. Also gegen einen weiteren Kupfer könnte ich Ihnen Namen geben. Ich überleg's mir. Aber nicht zu lange überlegen, sonst wird der Preis höher. Danke, danke, Kleiner. Nach dir. Den hält Osko die Tür auf. Danke sehr. Eine große, helle, einladende Gaststube. Und tatsächlich gibt es hier eine Verbindung zum Nachbarhaus, ein großes Tor, was man geöffnet hat. Und man riecht den würzigen Duft von stark gebrautem Bier in der Luft liegen. Große Fässer sind auf dem Tresen, mehrere unterschiedliche. Und eine Wand ist komplett geziert von unzähligen großen und kleinen Weinkrügen. Und ihr beide seht Asanjo schon an der Theke stehen mit der Schankmaid oder der Wirtin reden. Ein bisschen auf Flirty. Nun, dieses etappische Moor ist ja wirklich vollzüglich, meine Liebe. Das passt ja ganz wundervoll zu Ihnen. Ja, es gibt eine Schankmaid und einen Schankknaben. Und die Wirtin hinter dem großen Tresen stellt sich dir vor als Heldrit Axtbla. Ein wundervoller Name. Ja, ich glaube, ich ändere den, wenn ich heirate. Ach, warum denn? Euer Göttergatte könntet ihn ja auch annehmen. Nee, ich hab irgendwie. Der klingt so, als wäre ich eine von den Barbaren. Ah, ich. Bin ich aber nicht. Obwohl ich. Also, sie ist wirklich sehr groß. Also, irgendwie so 1,90 oder so. Ziemlich breitschultrig und muskulös. Hat kurze, rote Haare. Viele Sommersprossen im Gesicht. Aber wer würde sie denn mit einer Barbarin verwechseln, gute Frau? So grazil, wie ihr seid. Zieh deine Augenbraue hoch. Oskar schaut dich ein wenig. Elena kommt in Zoo und haut aus der Hand. Ach, Schatz! Machst du schon wieder fremden Frauen Komplimente? Ach, jetzt bin ich wieder erwischt worden. Ach, zu schnell ist der Spaß vorbei. Ihr seid vorbei. Die Frau von dem da. Ja, pass er gut auf ihn auf. Leg den Wess an die Leine. Ach. Seine Frauenheldenzeiten sind vorbei. Den habe ich schon an die Leine gelegt. Vertraut mir. Ich sage euch eins, wenn die gute Uchule auch nur ein Wörtchen sagt, dass er irgendwas gemacht hat, dann boxst du mit der Faust auf den Tresen. Hast du gehört, Schatz? Die Finger von der Schankmaid. Das gilt auch für dich, Osko. Oder vom Schankjungen. Ich würde. Ich weiß, wie zu benehmen, Tante. Das ist gut. Wir haben 4 Pferde, die wir in den Stallungen gerne unterbringen würden.
Der Junge draußen sagte, dass wir das hier am Tresen mit ihnen. Das stimmt, ja. Die Stallungen gehören meinem Schwager. Nicht meinem Schwager, also meinem Schwibschwager. Mhm. Was bekommt ihr dafür? Oder er dann? Ich meine, wenn die Preise nicht gestiegen sind, müsste das so um die 1 Silber pro Tag rum sein, mit Verpflegung. Ja, der Junge sagte was von dem Kupfer. Die Frage ist, für was das Kupfer dann jetzt? Ah, nee, das Kupfer ist, damit er die Tiere zum Stall bringt. Ach so, ja gut, dann sind dann hier 4 Kupfer für den Jungen, für jedes Pferd 1 und... Ja, 1 Silber pro 4. Ja, und dann noch die 4 Silber für einen Tag erstmal. Ich weiß nicht, wie lange wir hier zu bleiben, sonst zahlen wir noch nach. Braucht ihr ein Zimmer? Zimmer wäre auch gut. Wir wollen ja nicht im Stall schlafen. Ja, Zimmer kostet 2 Silber pro Nacht. Inklusive Frühstück. Wir kommen aus Schwarzsee. Wir haben nicht ganz so viel. Wir können es zur Not auch, obwohl die Drachengarde, habe ich gesehen, geht hier Wache, da kann man dann, den geht man besser nicht in die Quere. Können wir nicht einen Gruppenpreis machen, wenn wir zu dritt sind? Das würde uns wirklich gelegen kommen, wissen Sie. Könnt euch den Dachboden aufschließen, da ist aber nichts drin. Und ist wahrscheinlich auch ungeheizt. Natürlich. Ich gucke in die Runde. Nimm dann aber nur 2 Kupfer. Aber dann ohne Frühstück. Was dann auch wieder 2 Kupfer kostet. Richtig? Oder mehr? Ja. Muss auch sehen, wo ich bleibe. Ja, selbstverständlich. Also eine andere Taverne gibt es hier nicht in der Stadt. Also dann müsst ihr auf der Straße schlafen. Ich denke, für eine Nacht, Tante... Ja, kriegen wir hin. Schaffen wir. Sucht ihr Arbeit? Tatsächlich, auch, ja. Tatsächlich. Also in der Winzerei nebenan brauchen die noch Leute, die Trauben treten. Könnten wir dann. Schaut so an Osko runter. Der da scheint große Füße zu haben, das passt. Ja, stimmt schon. Und Sie, nette, werte Frau, sehen aus, als ob Sie ein Fass tragen können. Ja, wenn das Fass nicht zu groß ist, kann ich da Fässer tragen. Das geht. Also wenn drüben Hilfe benötigt wird, kommen wir gerne zur Hand. Ich weiß nicht, was Sie für den alten Mann, aber ein paar Trauben treten kann der Alte bestimmt auch, oder? Ja. Oder, Schatz? Nun, das werden meine alten Knochen wohl noch mitmachen. Wird ganz gut bezahlt. Ich meine, wir können ja einen Deal machen. Ihr arbeitet drüben für, sagen wir, 1 Woche und ich gebe euch dafür das Zimmer umsonst. Ich weiß nicht, ob wir so lange bleiben. Ja. Jetzt schlafen wir da eine Nacht drüber, oder? Ja. Das Angebot ist gut. Aber dann auf dem Dachboden, oder? Auf dem Dachboden. Ich möchte eigentlich gerne im Warmen schlafen. Ich kann euch ein Kohlebecken nach oben bringen für ein Kupfer. Ich denke, ein Zimmer, wir kriegen uns in einem Zimmer zusammen. Und für die eine Nacht. Und wenn wir drüben arbeiten, könnt ihr uns doch Rabatt geben, oder? Sagt doch, 1 Woche Arbeit kriegt ihr jeder ein Zimmer umsonst. Und wenn wir 1 oder 2 Tage da arbeiten, kriegen wir die Nacht um. Kriegt ihr die ganz normale Bezahlung da drüben? Bezahlung ist 1 Woche ist einmal schlafen, oder wie ist die Bezahlung da? 1 Woche ist 7-mal schlafen. Und auch 1 Woche, also für jeden Tag, den wir arbeiten, können wir einmal frei schlafen. Ja. Dann machen wir es doch erstmal 2 Tage drauf. Während ihr arbeitet, habt ihr freie Logis. Ja, dann machen wir das doch so. Und zahlt nur das Essen. Ja, dann machen wir das doch so. Ob es jetzt 1 Woche ist, wir werden sehen, ob uns hier die Arbeit gefällt, ansonsten werden wir weiterziehen. Ja, es ist so, wenn ihr nur nach 2 Tagen verschwindet, muss ich das als Zechbrillerei interpretieren. Der Preis ist nur so gut, weil ihr eine Woche verpflichtet. Elena schmeißt dir die 6 Kupfer Silber hin und dann ist gut. Zieht so eine Augenbraue hoch. Vielen Dank.
Beißt noch einmal so eine Münze rein, lässt sie dann in so einen Beutel verschwinden. Standardmünzen, ja, passt. Gut. Dunkle Mutter vergelt's. Sie vergelt's. Dann wollen wir aufs. Welches Zimmer gibt's da? Sie dreht sich rum, nimmt dann so drei große Kupferschlüssel von der Wand, wo so mit einem Lederband noch so ein Klotz befestigt ist daran, so ein kleiner Holzklotz mit eingebrannten Zahlen. 1, 2 und 3 kriegt ihr. Danke. Das ist die Treppe hoch, direkt am Anfang des Stockwerks. Super, vielen Dank. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt und das Frühstück morgen ist, wenn der Hahn kräht. Bis zum Mittag. Könnt euch also Zeit lassen. Allerdings, wenn ihr arbeiten wollt, würde ich früher rübergehen. Sollten wir hinkriegen, oder? Meine Herren? Klar. Lena drückt jedem einen Schlüssel in die Hand und geht dann vor. Nimmt ihr Gepäck wieder vom Boden. Astania verneigt sich noch einmal. Ja, ja. Und geh nach oben, Onkel. Und ich und Osko schiebt Astania ein wenig nach Richtung oben. Tut mir wirklich leid. Währenddessen draußen vor den Toren der Stadt. Mora, die durch die Weinhänge schlendert. Ja, Mora vertreibt sich ein wenig die Zeit, betrachtet sich tatsächlich etwas verwundert die Weinhänge und versucht auch diesen Wesen, die hier durch die Reihen manchmal auftauchen und tun, was sie nun tun, versucht ihnen aus dem Weg zu gehen, versucht sie ein wenig zu beobachten und zu sehen, ob nicht auch hier Arbeiter noch in den Hängen sind und beobachtet auch die Siedlung immer wieder. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, ins Innere zu gelangen oder ist da ein Zaun? Seitdem du das letzte Mal hier warst, haben die Palisaden ordentlich aufgerüstet. Also sie sind relativ neu gemacht. Mhm. Und tatsächlich gibt es noch ein zweites Tor, ein kleineres Tor an der Seite, aber auch das ist bewacht. Hm. Sie beobachtet die Straße eine Weile, wie viele Leute da immer so ein- und ausgehen, um abzuschätzen, ob hier eher geschäftiges Treiben herrscht oder immer nur die gleichen zwei Gesichter. Nee, es ist geschäftiges Treiben. Hm. Tatsächlich sind immer wieder Leute auch in den Weinbergen unterwegs, mit denen du dann ausweichen musst, kannst. Hm. Was es aber relativ einfach ist. Ja, sie würde eine Zeit lang warten, würde vielleicht auch überlegen, ob sie hier draußen übernachtet. Hat die andere natürlich schon aus dem Blick verloren. Und überlegt, könnte sie hier irgendwo im Unterholz unterkommen? Oder wäre das eher, also würde sie zu schnell entdeckt werden? Ja, du kannst garantiert eine Stelle finden, wo du ein Nachtlager aufschlagen kannst, wenn oder auch, du weißt ja, des Nachts sind wir Leute wahrscheinlich nicht im Weinberg unterwegs. Mhm. Was jetzt mit diesen komischen Dingern ist, die hier, keine Ahnung, die weißt, kannst du schwer einschätzen, was die machen und was die nicht machen. Und du weißt, dass es wilde Tiere gibt hier draußen. Und vielleicht auch Untote, garantiert Untote, die hier auch in den Könnte Hängen. Sein, ja. Sie blickt sich hier ein wenig um, es ist gut bewirtschaftetes Land, das heißt, da sind wenig Bäume wahrscheinlich. Wenig Bäume, wenn es nicht gerade so ein Baumhain ist, sind es wenig Bäume, ja. Sie überlegt, ob es Sinn machen würde, auf einen großen Baum zu klettern und da quasi die Nacht zu verbringen, eher nicht schlafend, sondern einfach nur ausharrend. Aber wenn sich die Sonne senkt, dann würde sie in den zweiten Eingang gehen oder zum zweiten Tor gehen. Und dann versuchen reinzukommen. Wenn du einmal um das Dorf herumschleichst, fällt dir mit einem geschulten Blick auf, dass sich jemand versucht, im Weinberg zu verstecken. Eine kleinere Gruppe von Leuten, die auf deinem Weg quasi das Versteck gerade eingenommen haben, was du näher haben wolltest, um das Seitentor kurz noch mal zu beobachten, bevor du rüber gehst. Mhm. Verstecken die sich da oder lauern die? Kann ich das sehen? Also sind die auffällig oder versuchen die
Die versuchen unauffällig zu sein, sind auch anscheinend bis jetzt noch nicht entdeckt worden. Ah. Mhm. Sind allerdings relativ große Gestalten in Felle gekleidet. Hm. 6 Personen kannst du zählen. Puh. Das heißt, wenn ich auf das Tor zugehen würde, könnten die mir in die Quere kommen und mich abschneiden? Ja, du müsstest einen kurzen, einen kleinen Bogen machen und dann hättest du sie quasi im Rücken, weil die versuchen gerade das Tor zu beobachten. Hm. Hm. 6 Stück. Das sind zu viele. Könnte ich mich so an das Tor hineinbringen, dass mich sowohl die Wachen als auch diese 6 Personen sehen? Das ist ohne Probleme möglich, ja. Also, dass die sich sehen, ist kein Ding, ja. Ja. Das heißt, wenn ich überfallen werden würde, würden die Wachen das mitbekommen? Wahrscheinlich, ja. Dann lässt sie es drauf ankommen. Dann geht sie genau da aus den Hängen hinaus, dass sie weiß, dass diese Typen oder diese Gestalten sie sehen, dass sie noch ein wenig Abstand zu ihnen hat und geht zügigen Schrittes auf das Tor zu. Ja, wenn du dann auf den Weg hinuntergehst, aus den Büschen hinaustrittst, dich quasi sichtbar machst, kommt ein bisschen Bewegung in diesen kleinen Trupp, der dich eigentlich vorher nicht gesehen hatte, aber jetzt, wo du aus dem Weinberg herausgetreten bist, haben sie quasi mitbekommen, dass sie jemanden gesehen hatte. Deswegen kommt so ein bisschen Unruhe in den kleinen Trupp. Mhm. Mora geht schnell auf das Tor zu, aber sie hört eigentlich hinter sich, ob sie Schritte hört. Ziehen sich eher zurück. Verfolgt wird. Ah. Dann geht sie auf die Wachen zu. Ja, da ist ein Büttel und ein gerüsteter Drachengardist. Der Gardist ruft dann von weitem schon: Halt, wer da? Alicia Trabach, mein Name. Ich würde hier gerne unterkommen. Kommst du aus und den Feldern? Und sie tippt sich an den Hut. Ja, aber ich glaube, ich bin gerade einem Überfall entkommen. Im Überfall. Und sie geht weiter auf den Mann zu, um die Distanz zu ihm aufzuschließen. Und sie weist dann in die Felder. Habt ihr hier Probleme mit Banditen? Hm. Dann lauern dort hinten ein paar. Wo genau? Und sie weist tatsächlich eigentlich sehr auffällig in die Richtung. Da waren ein paar Gestalten. Ich glaube, ich habe gerade noch verhindern können, dass sie mir auflauern. Hm. Herrick! Lauf mal schnell zur Garnison rüber und hol noch ein paar Leute. Wir müssen da gucken, wenn da wirklich irgendwer in den Weinbergen lauert. Danke, Bürgerin. Gerne. Und sie tippt sich an den Hut und geht durchs Tor. Beeilt euch, die Sonne sinkt und wenn du weißt, sie wissen ja, wenn die Tore zu sind, sind sie zu. Schlimm hier. Ist euer Kupfer schon entrichtet? Natürlich. Gut. Und sie tippt nochmal einen Hut. Danke für eure Hilfe. Ja, eilt euch. Wenn da wirklich Banditen sind, dann müssen wir die heute Abend noch ausrüchern. Immer doch. Und sie verschwindet hinter der nächsten Ecke aus dem Blickfeld. Ja, kriegst noch mit, dass irgendwie tatsächlich ein paar Büttel hin und her laufen. Und hörst sie beobachtet ein paar Signalhörner, die irgendwie getutet werden. Sie schmunzelt ein wenig, beobachtet das Treiben noch, aber widmet dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit und schlendert dann tatsächlich einfach durch die Gassen. Guckt ein wenig. Es ist eine Weile her, dass sie hier war. Und schaut ein wenig herum, auch auf dem Marktplatz, da wo die geschäftigen Orte sind. Aber versucht, hat weiter den Hut tief ins Gesicht gezogen.
siehst halt auf dem Marktplatz genau das, was ich eben auch schon beschrieben hatte. Die kleineren Buden, die die anderen eben einmal gesehen hatten, sind mittlerweile irgendwie aufgeräumt und nicht mehr bemannt. Und generell sind hier gerade wenig Leute unterwegs. Scheinen alle irgendwie sich in ihre Häuser zurückzuziehen, weil die Sonne untergeht. Wird das noch bewacht, diese? Da steht immer noch ein Büttel, ja. Ich trete an den Bütteln ein wenig heran. Ah, dunkle Mutter zum Gruße. Zum Gruße. Seit wann sind die denn hier? Und sie nickt so zu denen. Seit 2 Tagen. Ah. Habt ihr das nicht mitgekriegt, einen großen Angriff? Nein, ich war... Wo kommt ihr denn her? Ach, Schwarzhöhe. Ah. Aber, naja, nicht viel, immer das Gleiche. Ist irgendwas passiert in Schwarzhöhe? Ich war nur kurz dort. Ich sollte eigentlich jemanden treffen. Schon mal 3 Leute angekommen hier aus Schwarzhöhe. Wirklich? Ja. Oh. Dann bin ich ihnen vielleicht schon über den Weg gelaufen. Wo sind die denn untergekommen? Keine Ahnung. Naja, vielleicht Tagelöhner. Und sie lenkt das Gespräch wieder auf die Käfige. Geht nicht zu nah dran. Die beißen. Oh, fies. Wer weiß, was sie für Krankheiten haben. Wahrscheinlich alle. Und Flöhe. Ich hasse Flöhe. Eklig. Und was wird jetzt aus denen? Dass die sie verhungern? Können das faule Obst essen. Durchfüttern tun wir die auf jeden Fall nicht. Naja, und dann lasst ihr sie eingesperrt? Weiß nicht. Sergelstein hat auch nicht entschieden, was wir mit ihnen machen. Belzin hat irgendwie vorgeschlagen, wir sollten sie opfern. Das wäre das einzige Richtige noch, was wir mit denen machen können. Damit sie wenigstens noch einen Nutzen haben hier. Und was sagt Sergelstein dazu? Bis jetzt, wie gesagt, nichts. Mal gucken, ob Belzin und Sergelstein einer Meinung wären. Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, durchfüttern würde ich die ja nicht wollen. Drecksbarbaren. Die haben den Wirt vom großen Ochsen getötet. Mora versucht sich zu erinnern, ob sie den mal kennengelernt hat. Ja, bist da bestimmt irgendwann mal untergekommen, als du nicht genug Geld hattest für die rote Wiese, weil das war irgendwie so das Etablissement, wo man weniger zahlen musste. Naja, wenigstens hat's die rote Wiese nicht erwischt, aber gut. Tja. Und sie blickt doch mal in die Käfige, macht ein paar Schritte drumherum und betrachtet diese Wesen. Ja, die schauen dich aus so tiefen Augen an, mustern dich, machen irgendwie ganz grimmige Geräusche, als wenn du dich ein bisschen näherst. So, fast schon so ein tierisches Knurren. Sind unglaublich dreckig. Man kann es auch nicht richtig auseinanderhalten. Also sie haben halt auch unter sich gemacht. Irgendwie und das faule Obst und das ganze Zeug, was da irgendwie in dem Käfigen noch irgendwie an Fäkalien irgendwie ist, das gibt keinen guten Geruch von sich. Na dann, ich hoffe, dass ihr diese stinkende Meute nicht die ganze Nacht bewachen müsst. Na, ich habe eine Wette verloren. Oh, dann doch die ganze Nacht? Na dann, beim nächsten Mal lieber nicht wetten. Oder besser spielen. Na dann, erholsame Nacht, und sie tippt sich auf den Hut. Erholsame Nacht. Und sie schlendert weiter. Überlegt ein wenig, wer die eine Wirtschaft. Wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es nur noch eine Alternative. Und sie geht dann tatsächlich auch in die rote Wiese. Ja, du siehst dann auch die Schankmaid und den Schankjungen, wie sie gerade irgendwie zwischen einzelnen Tischen umherlaufen. Und ja, es ist nicht sonderlich viel los, aber es ist okay gefüllt. Also es sind nicht alle Tische besetzt.
Ein kleiner, auf so einer kleinen Empore neben dem Feuer ist ein Gaukler, der gerade ein paar Bälle so jongliert. Ja. Ja, Mora setzt sich tatsächlich in den Schankraum, irgendwo ins hintere Eck, zieht sich weiter den Hut ins Gesicht und würde sich dann sogar auch ein Bier bestellen und da erstmal warten und so ein bisschen tun, als würde sie da einnicken und vor sich her dösen. Und hört einfach nur den Gesprächen die anderen zu. Auch im Schankraum? Ich denke mal, dass sie an einem, dass sie wieder runtergegangen sind, nachdem wir auf den Zimmern waren, das Zeug, Sachen abgelegt haben. Ja. Elena wird ihren Säbel oben gelassen haben, aber nicht das lange Messer. Das wird sie irgendwie unter dem Kleidung noch irgendwie versteckt haben. Und sie geht nicht ganz unbewaffnet in den Schankraum. Und dann könnt ihr auch dem Gaukler zusehen, der irgendwie ein paar Jongliertricks macht. Dann macht er so ein paar kleine Kartenzaubertricks an den einzelnen Tischen und so und erzählt Geschichten und ja, sorgt für gute Stimmen. Mora würde tatsächlich dem Mann immer weiter zusehen und wirklich so lange im Raum bleiben wollen, bis der seine Show beendet hat oder vielleicht auch sich irgendwann selbst mal hinsetzt, um was zu essen. Aber so lange wartet sie da und hört den Gesprächen zu oder beobachtet, ob besonders jemand sehr laut, sehr angetrunken redet oder ob jemand irgendwie abfällig oder mäkelig wird. Und eigentlich ist es eigentlich eine gute Stimmung. Die Leute unterhalten sich halt über die Arbeit, nichts irgendwie groß irgendwie auf Fälliges, irgendwie ist irgendwie, ja. Wir sind alle zufrieden und bezahlen auch irgendwie. Und es gibt irgendwie keinen, der irgendwie groß aufmuckt oder so. Hin und wieder wird Schankmaid oder der Schankjunge etwas harscher angegangen. Aber dann klopft die Tavernenwirtin irgendwie mit einem Pumpen ganz lautstark auf den Tresen und dann ist sofort wieder Ruhe. Ansonsten erfreut man sich den Darbietungen des Gauklers. Ja, sehr gut. Ja, Mora macht sich da erstmal bequem und wartet ab. Ja, und der Gaukler hört dann irgendwann auch auf und lässt sich irgendwie etwa ein Bier und etwas zu essen bringen. Sie würde ihm erstmal ein paar Minuten Ruhe lassen. Und dann, wenn nachdem ihm Essen und vielleicht ein Bier gebracht wurde, wird sie aufstehen, ihren Krug nehmen und sich zu diesem Mann setzen. Schaut dann von seinem Krug auf. Oh. Guten Abend. Chapeau. Hervorragende Vorstellung. Vielen Dank. Darf ich euch ein wenig Gesellschaft leisten? Schaut sich so. Sind da erst ein freies Land. Wohl wahr. Na dann. Und wer seid ihr denn Prost überhaupt? Zu. Trabach. Alicia. Trabach. Und ihr? Und sie nimmt einen Schluck. Der große Salvian. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen, Salvian. Wo kommt ihr her? Aus Altzoll. Nicht wahr? So weit? Ja, hier in den Außenbezirken ist es etwas ruhiger. Ruhiger. Ja, okay. Es gibt hier nicht so viele meiner Zunft und deswegen werde ich hier besser bezahlt. Wusste ich doch. Und sie zückt tatsächlich einen Kupfer und schiebt ihn hin. Ich weiß doch, dass man hier nicht fürs gut singen bezahlt wird, daher. Aber ich halte viel davon. Deswegen ist das für euch. Vielen Dank. Altzoll. Wie ist es da im Moment? In Altzoll? Wahrscheinlich nicht so blöd wie hier. Seit Warung gefallen ist, ein bisschen unangenehm, aber sonst. Warum unangenehm? Ja, weiß nicht. Ich mische mich nicht so ein in diese ganzen politischen Sachen. Aber besser so. Man wird schlecht bezahlt da. Sagen wir es so. Knausrig. Nie ein gutes Zeichen. Wirklich immer ein Zeichen von Unmut. Und Spannungen. Naja, aber hier ist nicht Altzoll, richtig? Richtig, ja.
Ist mein erster Abend hier. Seid ihr auch? Seit kurzem erst hier? Ich hänge hier seit ein paar Tagen fest. Seit die Barbaren hier angegriffen haben, traue ich mich nicht so richtig hin durchs Umland zu reisen. Ich hab's gesehen, 4 Käfige voll. Was ist denn hier passiert? Ah, dreckiges Gesindel. Sind Leute zu Tode gekommen? Ja, sie haben sind in die Stadt eingefallen und haben ein paar Häuser angesteckt und ein paar Leute getötet. Bei der dunklen Mutter. Na gut, aber ich sag mal, seitdem die Felder so gut blühen, das erweckt Neider, oder? Mhm. Ich meine, macht da... Ich bin froh, dass wir die Drachengarde hier haben. Wer hat die geschickt? War das Belzin? Belzin hat dann... Nein, ich glaube nicht. Ich meine, Schwarzbach hat doch immer noch gute Kontakte zu ihm. Ich meine, das ist der Winzer, vorzählt. Aber das wisst ihr garantiert schon. Ich meine, und wer befehligt die hier, die Drachengarde? Oder halten dann die so, wie es ihnen gerade passt? Sind unter dem Kommando von Belzin. Hm. Aber der lässt sich doch hier nicht blicken, oder? Selten. Das finde ich doch besser so. Mein Hals ist vom Singen ein bisschen rau. Ja, dann trink noch was. Und sie prustet ihm wieder zu. Das wohl, wird man den Torwall sagen. Oh, so weit weg. Wartet ihr schon mal? Nein. Besser aber so. Ich kenne einen Torwaller. Ich kenne einen Torwaller? Ja. Dann habt ihr bessere Geschichten als ich. Natürlich, Geschichten sind mein täglich Brot. Ich meine, ihr kommt aus Altsäul, ihr kennt einen Torwaller. Wahrscheinlich die spannendsten Gerüchte. Was ist das Spannendste, was euch in den letzten Tagen passiert ist? Also, außer diesem Überfall. Ja, der Überfall war schon ziemlich aufregend. Und ziehen die auch irgendwann nochmal ab? Wer die Barbaren? Nein, die Drachengarde. Hoffentlich nicht. Ist ja voll davon. Ich habe einen Namen aufgeschnappt. Degelstein, Dergelstein. Ja, die Stadtvorsteherin. Ach so, ja. Da scheint mir was entgangen zu sein. Ja. Keine Ahnung. Ob die neue ist. Was wisst ihr über sie? Sie noch nicht gesehen. Nicht gesehen? Ich meine, wenn die Stadt überfallen wurde? Ich bin jetzt auch nicht auf der Suche nach irgendwelchen Damen, die Stadtvorsteher sind. Das ist jetzt nicht so mein Klientel. Die bezahlen aber manchmal gut. Überlegt's euch. Ja, schon. Aber ja, ich glaube, ich verstehe. Ein Kupfer für eine nette Gesellschaft, die mir beim Trinken Gesellschaft leistet hier, ist doch auch ganz nett. Oder seid ihr auch Stadtvorsteherin und ich hab's nur nicht gemerkt. Oh, nein. Und da bin ich froh. Na, die Götter sei Dank. Hat er das gerade wirklich gesagt? Mhm. Und sie, Mora, reißt die Augen kurz auf und blickt hin und her. Wie könnt ihr? Hm? Pass auf, sonst schneidet man euch die Zunge hier raus. Wieso das denn? Bei den Zwölfen. Das habt ihr gesagt. Hab ich nicht. So ein Plappermaul. Kein Aber Wunder, ihr habt dass das es nicht gesagt. Mehr so... Schränkst du die Hand? Schaut sich so ganz skeptisch an jetzt. Und ihr Blick wird richtig kalt. Ihr habt's gesagt. Pass auf, dass ich euch nicht verpetze. Ich lass mir nichts unterjubeln. Wem würde man hier wohl eher glauben? Dem beliebten Gaukler oder der komischen Figur, die hier anscheinend keiner kennt? Gut. Bitte verzeiht. Sagen wir mal, ich habe das nicht gehört. Weißt du, ich habe eben noch gedacht, das kann ein netter Abend werden. Dachte ich auch. Ihr habt gesagt, bei den Göttern. Ich habe es gehört. Ja, und?
Ihr habt bei den Zwölfen gesagt, das ist schlimmer. Das ist Verhandlungssache. Wollt ihr jetzt ein Gericht, wollt ihr mich jetzt vor Gericht ziehen? Ey, ihr habt mit der heißen Sache angefangen. Gut, gut. Lassen wir die Sache nicht überkochen. Wir sind ja unter uns. Um es nochmal deutlich zu machen. Ihr glaubt nicht, dass es verschiedene Götter gibt? Doch schon. Aha. Und was ist daran schlimm, wenn man bei diese Götter alle anruft? Naja, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn manche Leute zu viele Götternamen in den Mund nehmen. Meistens haben sie dann irgendwann den Kopf nicht mehr auf den Schultern. Scheint es wirklich ein bisschen dünnhäutig zu sein, was das angeht. Schlechte Erfahrungen habe ich gemacht. Gerade hier, in der Rabenmark sind wir doch gewohnt, dass es irgendwie heute dieser Gott und morgen der andere Gott ist. Also. Da habt ihr natürlich recht. Und sie prust ihm einmal zu. Es sind schon zu viele Leute dafür gehangen worden, versteht ihr? Ich will nicht, dass weder ihr noch ich in diese Käfige geworfen werden und dann werden wir noch Futter für diese, ihr wisst schon. Für was? Naja, für diese Bestien da. Für die Barbaren? Ja. Keine Ahnung, ob die Menschen fressen. Könnte sein. Also, wenn ich einen Menschenfresser... Naja, Oger habe ich schon gesehen. Die fressen auf jeden Fall Menschen. Und so unglaublich anders als Oger sehen die jetzt nicht aus. Da habt ihr wohl recht. Ob sie sie verhungern lassen? Oder was haben sie mit denen vor? Guckt mich nicht. Ja. Die haben hier Leute getötet und dann kriegen jetzt ihre gerechte Strafe. Sollen sie verhungern? Mir da egal. Bin mal gespannt, ob sich Belzin oder diese Dergelstein noch blicken lassen. Vielleicht ich meine, kommt der Belzin bei solchen... ja, tötet sie und macht sie zu Zombies und lässt sie im Weinberg arbeiten. Aber dann kriegt er Ärger mit den Leuten, weil das dann würden die ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert mit den untoten Arbeitern. Belzin, glaube ich, mal vor ein paar Wochen oder so, nicht vor ein paar Monaten versucht mit den. Hat es als Innovation verkaufen wollen. Innovation, schweres Wort. Ja, ich bin ein paar Mal hier, also gestern war hier so ein Unterrichtsding im Tempel. Ist irgendwie fast jeden Tag. Ah, davon habe ich gehört. Diese Dergestein, ja. Ja, die will, dass man hier irgendwie Bücher liest. Jeder geht da irgendwie hin und jemand, der nicht kommt und nicht lesen lernen will, der ist irgendwie verdächtig. Glaub mir, ich habe versucht, im ersten Tag das nicht zu machen, aber dann habe ich weniger eingenommen. Oh, dann gehe ich wohl morgen hin am besten. Oder lass mich zumindest mal blicken. Besser ist das. Spielt die Karten? Und sie zückt aus ihrem Mantel ein paar Karten. Lasst uns nicht weiter über Politik reden. Und sie fängt an, die Karten zu mischen. Immer schneller und mit sehr fließenden Bewegungen. Ihr seid vom Fach. Halt. Natürlich. Ich spiele gerne. Am liebsten, wenn es was zu gewinnen gibt. Und sie teilt die Karten aus. Ja, wir brauchen noch mindestens einen, damit wir vernünftig spielen können. Und Mora blickt sich um. Da sind einige Leute noch da. Unter anderem halt Oskar, Astani und Elena. Was ist mit dem da? Und sie nickt so in Oskos Richtung. Weiß nicht. Sieht mir ganz nett aus. Ey, Jungchen! Der hat so sauberes Haar. Und Oskar dreht sich um. Was? Ja, genau, du! Und sie hält die Karten hoch. Lust auf eine Partie? Oskar dreht sich dann zu Astanio und Elena um. Ich denke, ich spiele mal mit. Jungs, wie oft habe ich dir denn gesagt, kein Glücksspiel in Tavernen? Die nehmen dich aus bis zum letzten Hemd. Onkel, ich spiele noch ein bisschen Karten.
Was ist da schon dabei? Ich lasse dich dann nicht alleine an diesen Tisch. Lass ihm doch mal seinen Spaß. Ein nettes Mädchen, nette Gesellschaft. Irgendwann muss er es doch auch mal lernen. Und wenn er keinen Kupfer mehr hat, dann hat er keinen Kupfer mehr. Dann muss er noch mehr arbeiten. Und dreimal hast du raten, wie er dafür dann anpumpen wird. Das kenne ich schon. Das kann er vergessen. Der Onkel, Beutel ist zugeschnürt. Ich bin mittlerweile... Kleinen Moment. Onkel, ich bin mittlerweile schon alt genug. Ja? Wenn Nein. ich wieder Kupfer brauche, dann gehe ich auch wieder arbeiten. Nein, ich lasse dich nicht alleine an den Tisch. Wenn dann kommt, gucke ich dir in die Karten. Jetzt lass den also Jungen, helfen, ich... Nein, da ist auch gar... Würde. Das ist gar kein... Ich könnte auch mitspielen. Also, das kann man auch so viert. Gut. Slavian reibt sich schon die Hände. Okay. Mora schmunzelt ihm zu. Und dann teilt sie... Wohl mit euch auf, um euch auf euch aufzupassen. Und sie wird sich da auch dazusetzen, aber nicht mitspielen, mit einem Humpen Bier zurückgelehnt. Onkel. Weiter die Taverne beobachten. Wer daher? Und sie tippt sich, schaut das Tanio an, tippt sich einen Hut. Werte Dame. Nehmt Platz, nehmt Platz. Die Dame hat ein ordentliches Kartenspiel. Ja, und sie teilt aus. Höchste Karte gewinnt. Und lässt sich zurücksinken und spielt ein Ründchen mit den anderen. Das war eine ziemlich gute Vorstellung vorhin. Vielen Dank. Wie war nochmal der Name für Zeit? Der große Slavian. Habe ich den nicht oft genug gerufen? Ich glaube, ich muss mir das irgendwie... Wenn die Leute meinen Namen nicht kennen, ist das nicht schlecht. Dann auf den großen Slavian und sie schenkt ihm wieder, also schiebt ihm den Humpen zu und prostet. Auf euch. Lena prostet auch mit auf euch. Da sollten ja keine Kehle trocken bleiben, richtig? Vollkommen richtig, ja. Und sie winkt tatsächlich noch den Schankknaben nochmal her und bestellt noch für alle noch ein Bier. Und sieht zu, dass der große Slavian auch ordentlich trinkt. Ja, tut er. Was allerdings seine Bewegung mit den Karten nicht schlechter werden lässt. Mora achtet darauf, wie er spielt. Ob er falsch spielt. Oder ja, ob er einfach nur geschickt spielt. Er spielt auf jeden Fall sehr, sehr geschickt. Und es ist selbst für Mora schwer nachzuvollziehen, ob er falsch spielt oder nicht. Also er gewinnt ja hin und wieder überraschend. Okay. Sie beobachtet es ein wenig und wenn sie um Geld spielen, setzt sie nicht zu viel. Noch spielt sie fair. Und er ist auf jeden Fall sehr, sehr gewandt mit den Karten. Also er kann, ja. Ihr seid ein Naturtalent oder gut geübt. Wahrscheinlich ein wenig von beidem. Ich bin der große Slavier. Bei wem habt ihr gelernt? Ich meine... Bei meinem Onkel. Aber Onkel, Slavier. Der große... Na gut. Er lächelt. Ja. Aber was macht denn hier der werte Herr mit den schönen Haaren? Meint ihr mich? Mhm. Das sah schon mal besser aus. Darf ich mal? Ja klar, komm. Und ich neig so meinen Kopf, bitte. Nehmt ihr so eine Haarkur? Eine was? Das habe ich gehört. Irgendwie drei Dörfer weiter, da verkaufen die so Tinkturen auf dem Marktplatz. Der Haarwuchs. Was für ein Dorf. Der nimmt seine Mütze ab und du siehst irgendwie, da haben sie so ein paar kahle Flecken im Kopf. Nee. Zieht die Mütze schnell wieder auf. Nee, da hat mich die dunkle Mutter einfach gesegnet. Also seid ihr da nicht durchgekommen? Nein, was für ein Dorf. Moment, wie hieß es noch? Moment. Schwarzhöhe war es nicht, Moment. Nein, das wüsste ich. Altbergenbach. Altbergenbach? Nee, wir kommen aus Schwarzhöhe. Keine Ahnung, da waren wir schon sehr lange nicht mehr. War ich da überhaupt schon mal? Ich könnte mich nicht dran erinnern.
Ich glaube, wir waren dort, als du mal sehr, sehr, sehr klein warst. Wahrscheinlich da, damals noch mit Vater. Naja. Gott hab ihn selig. Ja. Zieht eine Augenbraue hoch und schaut Mora an. Sie zuckt mit den Schultern. Neigt sich dann zu dir rüber. Und jetzt nicht ausrasten, oder? Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Der Mann ist alt und halb blind. Hey, ich habe kaum Haare. Naja, dann. Okay, das wusstest du nicht vorher. Leg ich dir jetzt Nein. mal gut aus. Macht euch da nichts draus. Das ist, Pass auf, die leider Frau sind da da. drüben hat ein gutes Blatt. Lehnt sich wieder zurück. Und das seht ihr woran? Nicht aufgepasst? Ihr nutzt aber auch wirklich alles aus. Glaub nicht, dass mir nicht aufgefallen ist, wie geschickt ihr mit den Karten umgehen könnt. Ich spiele fair. Ja, sonst hätte ich schon längst was gesagt. Wenn ihr es bemerkt hättet. Und Mora spielt ein paar Runden und setzt tatsächlich immer öfter immer ein paar Kupfer mehr, schaut, ob er mithält oder ob er irgendwann zögert. Nö, der hält schon gut mit. Was auffällig Ja. ist, dass entweder Mora oder er gewinnen. Also kaum Ja, Osko, Osko wird Astani und auch Elena fast keine Chance. ja, Osko wird auch kein nicht viel Geld reinbetten. Deswegen würde er noch oft quasi die Runden so passen lassen und keine großen Beträge da irgendwie wetten wollen. Also irgendwie. Mora überlegt tatsächlich eine Weile und bleibt dann aber dabei. Spielt nicht falsch. Es macht nicht den Eindruck, als könnte sie so unglaublich viel Geld bei ihm holen oder ob sie für Informationen spielen könnte. Versucht aber, ihn weiter in ein Gespräch zu verwickeln, wo er war, wo er langgekommen ist, ob ihm irgendwas auffällig vorgekommen ist in den anderen Dörfern, wo er durchkam, wo man sich zu der Jahreszeit rumtreiben sollte und wo er nicht, wo es brenzlig wird für so freischaffende Künstler wie ihn. Wie gesagt, ist gerade etwas durcheinander hier in der Region. Das zieht doch wahrscheinlich immer mehr von denen an. Und sie macht so ein Nicken Richtung Richtung der Käfige. Ich meine, wenn es hier weiter so blüht, da kommen nicht nur Leute zum Arbeiten hierher. Ich kenne mich damit nicht so aus, aber wahrscheinlich werden die im Winter öfters mal Leute überfallen oder Dörfer, hm? Denke schon, Hier gibt es ja. viel zu holen. Richtig. Und das bringt nicht nur die netten Leute hier hin. Nein, auch die Barbaren. Man sagt, in Alzol war eine Barbarenkönigin. Wann? Sie soll Mitglied des Nekromantenrats sein. Uff. Und sie blickt in die Runde. Barbaren in den Altzoll? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat sich wohl den Platz im Nekromantenrat erkämpft. Oh, kämpfen können die. Wir hatten vor, ja, es ist schon fast 10 Jahre her, einen Überfall bei uns auch. Schien auf der anderen Seite nichts zu geben. Ja, im Winter kommen sie immer aus den Bergen hinab ins Tal. Diesmal hat es wohl hier also Geisfeld erwischt. Ja, wir hörten davon schon. Da ist wohl der andere Wirt getötet worden bei, oder? Habe ich gesehen, also wie sie hier eingefallen sind. Naja, gut für die rote Wiese, mehr Kunden. Und ich muss nicht mehr zwischen den beiden Sachen hin und her tingeln. Wie viele von diesen Barbaren waren das denn? Wisst ihr das? Also ich habe 3 Hände voll gesehen, aber könnte auch mehr gewesen sein. Ja, weil hier gibt es auch
Ich habe Drachengardisten gesehen. Wisst ihr, wie viele von denen da sind? Einige. Moment, wenn ich mir... Belron auf jeden Fall müssten da so ungefähr 10 Mann vielleicht. Weiß nicht, wie viel bei dem Überfall gestorben sind. Und dieser Belzin hat die Befehlsgewalt über sie. Mhm. Also, die kommt ja anscheinend nicht von hier. Also, die Hüttel gibt's hier und die Drachengarde und ein paar Untote. Na, das sollte doch wohl reichen, um mit diesen Barbaren fertig zu werden, oder? Mhm. Also das habe ich eben schon mal erzählt, der guten Moraval. Nee, Moraval nicht der Name. Wie war nochmal der Name? Alicia. Alicia. Na, wie komme ich auf Mora? Ich weiß nicht. Egal. Der Name ist schön. Alicia. Da habe ich eben der guten Alicia schon mal erzählt. Also der Belzin hier, der ist der Nekromant, der hier ist in der Stadt. Und der hat vor ein paar Tagen versucht, also vor ein paar Wochen versucht, hier Arbeiter für den Weinberg zu machen mit Untoten und so. Na, ist nicht gut angekommen. Warum? Ja. Also. Na, weil die den Leuten die Arbeit weggenommen haben. Heißen sie jetzt alle nicht so richtig auf den zu sprechen, oder? Ja, er hat es ja wieder zurückgenommen. Jetzt sind die Untoten, die im Weinberg arbeiten sollten, bei der Drachengarde. Ah, und die Lebenden arbeiten auf den Feldern, ja, ja. Ja, die Untoten sorgen für Recht und Ordnung und die Lebenden arbeiten. Irgendwie sollte es andersrum sein, oder? Ja, und wie viele Untote sind das dann? Bestimmt eine Handvoll. Also auch nicht sonderlich viele. Das sind nur die, die ich gesehen habe. Der Heft, ja. Ja, aber wenn man sich diese Weinberge anschaut, da würde ich vielleicht auch keine Untoten dran lassen. So nicht. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, bin jetzt kein Winzer, aber ich würde schon sagen, dass so prachtvolle Reben sollten auch von jemandem fachkundiger beackert werden. Nicht von irgendeiner laufenden Leiche. Hm. Oder? Leuten, ja. Mit von Personen und Leuten mit mehr Gefühl. Bin auch kein Winzer, ich kenne mich damit nicht aus. Hm. Ich kann Bälle jonglieren. Das könnt ihr sehr gut. Und euch im Kartenspiel schlagen. Wieder die höchste Karte. Lasst's rüberwachsen. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Aha! Und das Salio liegt seine Karte hin. Ah, das sieht nach einem Putt aus. Onkel. Nicht schlecht. Ein Stechen. Auch ein blindes Huhn. Findet mal ein Korn. lass ihn das nicht hören. Gut gespielt, alter Mann. Und Astalio zwinkert Osko zu. Ja, Osko lächelt breit und zwinkert dann zurück. Aber ich glaube, für mich ist es dann auch wirklich, ich meine, es macht schon Spaß, aber immer zu verlieren, das man muss auch das nächste Spiel Schluss. Gewinnt ihr. Man muss auch wissen, was Schluss ist. Komm schon. Ich gebe auch noch einen Nein. Raus. Und Osko schaut zu Elena und sagt rüber, nein. Du bist alt genug, hast du vorhin gesagt. Ja. Jemand mit so schönen Haaren kann doch nicht so früh am Abend aufhören zu spielen. Was hat das denn miteinander zu tun? Also ich begrüße das schon sehr, sehr, dass anscheinend meine Erziehung doch irgendwo seine Früchte trägt. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Ich bin stolz Elena, auf dich. Elena prustet ihr Bier in den Krug. Mein Schatz, du kannst doch nicht so sowas sagen, wenn ich gerade das Bier genießen will, was übrigens wirklich gut ist. Ja, tatsächlich. Nein. Stark. Kommt schon, ein letztes Spiel noch. Und wenn ihr gewinnt, dann gebe ich noch eine Runde aus. Auch so überlegt, auf den Tisch kratzend. Nein, meinen Entschluss steht fest. Aber ich beobachte euch gerne. Ich lerne ja gerade vom Meister offensichtlich. Wobei es ja vielleicht noch einen neuen Anwärter gibt.
Eine letzte Runde. Aber wenigstens bleibt ihr hier sitzen, das ist schon mal was. Wird jetzt kein Stechen gespielt? Ihr teilt den Pott? Hm? Ihr habt das Spiel schon begriffen, oder? Ich war nie wirklich die gute Kartenspielerin, deswegen habe ich auch nur 2 Runden mitgespielt. Ein letztes Spiel. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Und Mora teilt wieder die Karten aus. Ja, und sie spielt weiterhin fair. Beobachtet den guten Slavian aber. Er spielt auch fair und Astanio gewinnt. Na dann. So ein Ärger. Jetzt müsst ihr mir aber doch noch die Chance geben, das Ganze zurückzugewinnen. Nein, ich will nicht so mich, glaube ich, meinem liebsten Neffen auch anschließen. Ich bin raus. Aber zumindest können wir ihm doch bestimmt ein Getränk dafür spendieren, Onkel. Ja, das sicherlich. Das Schank, nehme ich Junge. Doch gerne an, ja. Was Daniel winkt zum Schankjungen. Habt ihr hier ein Zimmer? Ja. Na, dann sehen wir uns ja morgen beim Frühstück. Bis zum Frühstück. Und Mora tippt sich auch an den Hut und macht Anstalten aufzustehen. Wird sich dann auch ein Zimmer für die Nacht nehmen und dann direkt dorthin verschwinden. Anstandslos legt sie die auf den Tresen. Ja, dann könnt ihr gern zu Bett gehen, wenn ihr das möchtet. Jawohl. Irgendwann mitten in der Nacht werdet ihr geweckt durch einen lauten Glockenschlag, der von draußen in eure Ohren klingt. Und lautes Rufen vom Marktplatz her. Es scheint irgendwas zu sein. Elena wird sich anziehen, rüsten und auch tatsächlich eine. Ja, die auch den Säbel anlegen und dann rausgehen und die Tür von Astanio klopfen. Astanio, Astanio wird dir gerade beim ersten Klopfen gleich die Tür aufmachen. Um was wetten wir, dass die Käfige jetzt leer sind? Sie sind noch nicht leer, es gibt nur einen Angriff von außen. Zwei Gulden. 2 Goldstücke. Hast du die, Schatz? Astanio, guck doch mal in sein verspieltes Geld. Sollte ungefähr hinkommen, ja. Okay, dann. Ich erinnere Astanio daran, dass er sein letztes Geld für eine Lederrüstung und so und Helm ausgegeben hat. Das erspielte Geld. Das erspielte Geld, aber es wird kein Goldstück sein. Okay, dann eben zwei Kupferlinge. Okay, 2 Kupfer. Nacht hier. Du solltest übrigens deine. Ostalio schreibt sich schon die Handschuhe über. Aber meine Liebste, natürlich muss die Frau zuerst den Raum betreten. Ostalio. Du musst mich schützen. Ich erbreche mich gleich. Also hört ihr Mora sagen, die hinter euch auftaucht. Elena, und dann Elena. Einfach an euch vorbei, runter, die Treppe runter geht, schnellen Schrittes. Ach, und so zum nächsten Fenster stürmt. Und Astanio flüstert doch Elena so und sagt die mit dem Dreck immer herumschlawenzelt. Und läuft wo hinterher. Ja. Dann wird. Ja, Elena wird dann auch die Treppe runtergehen und gucken. Wenn ihr aus dem Fenster heraus seht, seht ihr einen großen Feuerschein. Zwei Häuser in der Nähe des Tempels scheinen in Flammen aufgegangen zu sein. Ich glaube, wir könnten uns nützlich machen. Ich glaube, das ist ein Putt. Naja. Wieso ein Putt? Wir waren noch nicht draußen. Lass uns rausgehen.
Asko würde zuerst, als er diesen Glockenschlag hört, erstmal im Zimmer bleiben. Gibt es da ein Fenster nach draußen, ja, auf die klar, Straße? Kannst du noch ganz aus dem Fenster schauen, ja. Muss halt die Läden aufmachen. Genau. Dann würde Asko tatsächlich die Läden öffnen und dann einmal nach draußen schauen, was da los ist. Du siehst du auch den großen Feuerschein und dass irgendwie mehrere Leute irgendwie umherlaufen. Irgendwie ist es ziemlich chaotisch auf dem Marktplatz. Sehr, sehr viele Leute da. Brennt das Gebäude mit dem kleinen Turm, also die Winzerei? Nee. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ja der Tempel und zwei von den Nachbarhäusern brennen. Vom Tempel halt. Okay. Und einige Buden auf dem Marktplatz auch. Dann würde Osko wieder die Läden schließen und dann auch nach draußen drehen auf den Flur. Ja, siehst du da die anderen unten am Fenster stehen. Also wollen wir raus, Mitschatz? Ja. Nach dir. Wir sollten helfen zu löschen, oder? Ja. Wer seid ihr eigentlich? Alicia Traber. Jasmin Hünenfeld. Vor Hünenfeld nach hin. Dann geht Helena raus. Wird meinen Blick zum Schafott werfen. Ja, da sind zwei von den Käfigen umgekippt, vom Schafott runtergerollt quasi. Die Leute sind allerdings noch da drin, bewegen sich gerade nicht. Und um den Schafott herum siehst du einige Drachengardisten und Büttel und mehrere sehr große Gestalten, die irgendwie auf dem Marktplatz sind und um sich schlagen mit sehr klobig aussehenden Waffen. Ich denke mal, das sind zwei für mich. Wir wissen immer noch nicht, welche es sind. Es sieht da oben stehen zwei, da sind noch welche drin. Du hast gesagt, die Käfige sind leer. Tante, passt nur darauf auf, dass ihr nicht zu viel Aufmerksamkeit erregt. Ja, ich werde. Lass uns gucken, ob wir beim Löscharbeiten helfen können. Ja. Asadio rennt zu den Menschen mit der Eimerkette. Ja, ihr beginnt gerade rüber zum Brunnen zu laufen, der ebenfalls auf dem relativ in der Mitte zum Marktplatz ist, also zwischen den Schatten hinter euch, also aus den Schatten zwischen der Winzerei und Brauerei und dem Gasthaus, drei große Gestalten auftauchen. Und irgendwie ein sehr merkwürdiges, kehliges Gebrabbel von sich geben. Und dann mit hoch erhobenen, grobschlächtigen Äxten auf euch zurennen. Zurück, zurück! Und Mora gibt Fersengeld. Ja. Helena weicht widerwillig zurück, aber dreht sich dann, geht rückwärts und langsam. Zurück in die Schankstube? Nein. Helena wird da stehen. Verfolgen die kommen. Oh nein. Wohin also jetzt? Helena bleibt draußen stehen. Sie wird die anderen verteidigen. Okay, draußen bleibst du. Wo sind die anderen? Stanio, bleibst du auch draußen? Stanio bleibt auch draußen. Das ist Helena noch nicht alleine. Osko würde, glaube ich, auch eher draußen bleiben, nicht zur Schankstube gehen. Und mehr versuchen, in so kleinen Gassen oder so diese grobschlächtigen Typen abzuschütteln. Ich glaub, die stehen gerade, kommen aus der Gasse und treiben über den Marktplatz. Ja. Ihr seid quasi losgelaufen, wolltet zum Brunnen, um zu löschen. Und hinter euch aus der Gasse ist quasi sind die nochmal rausgelaufen. Oh. Ich wollte schon gerade sagen, Moa hat ein interessantes Standbild. Moa ist verschwunden. Passt ganz gut zum Charakter. Und auch Koani hat die Sprache verschlagen. Mal eine kurze Pause, bevor wir gleich weitermachen, bis wenn Mora wieder da ist. So, da sind wir wieder. Ja, also Osko, Astanio und Elena
ziehen sich quasi zusammen und harren dem Angriff, der da von den Riesen da so bald bevorsteht. Und was macht Mora? Ja, Mora würde tatsächlich erstmal Fersengeld geben und schauen, ob die Gestalten ihr folgen würden. Ja, da werden sie erstmal nicht, weil da stehen ja Elena aus Konastanio dazwischen. Es sei denn, du läufst den halt direkt in die Arme, was ich jetzt halt immer nicht denke. Nein, nein. Sie bringt auf jeden Fall erstmal Distanz zwischen sich und diese Typen. Und zieht aber auf jeden Fall schon mal ihr Beil. Und wartet. Schaut, dass da nicht, dass ihre Gefährten dann nicht vor die Hunde gehen. Elena wird sich entsprechend zurückfallen lassen zu den Drachengardisten und auch auf sich aufmerksam machen und schreien so, hey, hey, hier drüben, hier sind sie. Und auch Osko rennt in Richtung der Stadt, beziehungsweise der Drachengarde und würde auch einfach, Hilfe, Hilfe, da hinten! Astario rennt hinterher, aber der ruft nicht nach Hilfe. Ja, während ihr dann rüber zu den Drachengardisten lauft, hört ihr hinter euch immer dieses Geräusch von etwas Schwerem, was euch fast irgendwie trifft, als irgendwie so eine Streitaxt so ganz nah an euch hinten vorbei saust. Ihr lauft schon relativ schnell, merkt aber dann, dass diese dann doch weit über 2 Meter großen Leute mit ihren großen Schritten doch gar nicht mal so langsam hinter euch herlaufen. Na gut. Wie weit ist es noch bis zum Brunnen? Also geht das ziemlich schnell. Also ihr seid dann ziemlich schnell schon da. Ja. Wird Elena sich rumdrehen und auch ihren Säbel ziehen. Und das wenn wir bei den Gardisten angekommen sind. Und Astalios sagt im Lauf, also ruft euch im Laufen zu, ich sag's euch nicht gerne, aber ich glaube, das Weglaufen funktioniert nicht so gut, wie wir uns das hier denken. Und würde dann mit einem doch sehr galanten und geübten Schlittersprung sich einmal um 180 Grad drehen und dabei sein Schwert aus der Scheide holen. In Ermangelung an Waffen, die er bei sich trägt, würde Osko sich eventuell noch einen der dort stehenden verlassenen Marktstände suchen, falls da sowas gibt, und sich dann halt einfach hinter einem so positionieren. Zieht dabei so ein kleines Messer, was er eigentlich nur fürs Schneiden von Kräutern oder sowas dabei hat. Astanio wirbelt herum, das Schwert nun in der Hand, gerade noch rechtzeitig, dass du es hochreißen kannst, um die schwere Axt zu parieren, die sich auf dich niedersenkt. Ein Beben geht durch deine Muskulatur. Du schaffst es, die mit Wucht geführte Waffe zur Seite abzudrängen mit deinem Schwert. Es gibt ein klirrendes, knirschendes Geräusch und die Axt dringt tief in den Boden neben dir ein. Und der Trollzacker macht 3 Schritte einen Schritt nach vorne, geht auf Tuchfühlung zu dir und haucht dir seinen stinkenden Atem ins Gesicht. Und Astanio fängt an, ihn anzugrinsen und haut ihm den Knopf von seinem Schwert ins Gesicht mit den Worten, du stinkst aus dem Maul. Ziehst den Knauf des Schwertes von der Seite nach vorne und triffst ihn voll in der Flanke des Gesichts, an der Backe. Es macht so ein knackendes Geräusch. Der Kopf geht so zur Seite weg und dann dreht er den langsam wieder nach vorne und schaut dich grimmig an. Hilfe! Ja, Elena sieht sich ebenfalls einem großen, grobschlächtigen Trollzacker gegenüber. Ja, und sie wird versuchen, dass sie nah in ihn rankommt, dass er seinen Reichweitenvorteil nicht mehr hat und wird ihm dann gucken, dass sie ihn vielleicht auch hinter ihn kommt und ihn in die Kniekehlen, auf die Kniekehlen zieht, auf die Oberschenkel,
und wird um ihn rumtänzeln und man sieht, dass er jetzt wirklich, es dauert einen Moment, aber dann fängt sie an und verfällt wirklich in das alte Muster, und sie tanzt um den und ringt mit dem, spielt vielleicht auch ein bisschen mit dem, triezt ihn, nähert sich ihm, entfernt sich von ihm. Da kommt jetzt wirklich wieder die alte Elena raus und sie spielt ein wenig mit ihm, aber auch nicht unehrenhaft, sondern wirklich so dieses, es ist ein tänzelnder Kampf, geschickt. Elena ist, Wunden zu, die ihn nach und nach zermürben. Elena ist schnell und gewandt, versucht anscheinend, ihn nicht wirklich zu verletzen, sondern eher irgendwie ihn sich vom Leibe zu halten, was dieses Wesen ja schon fast kaum gewohnt zu sein scheint. Er ist auch ein deutlich behender, als du gedacht hast, und deutlich schneller. Er macht zwar wuchtige und kantige Bewegungen, und du bist auf jeden Fall schneller und gewandter als er. Aber das, du hast dann in den ersten 3-4 Bewegungen deutlich zu kämpfen. Und der ein oder andere kantige Ellenbogenschlag wird Elena auch treffen. Und da die Schulter ja immer noch nicht ganz ausgeheilt ist, führt der ein oder andere Schlag, den du parierst, auch zu einem vielleicht ganz ungewollten, stechenden Schmerz, den du dir aber verkneifen kannst. Ja, Elena legt ja noch irgendwann bewusst den linken Arm, wo sie den da verletzt ist, auf den Rücken, spannt ihn an, und dass sie halt nur mit rechts dann kämpft und nicht, wie sie das dann doch getan hatte, zu der vielleicht die Waffe gewechselt, weswegen es dann auch noch mehr wehgetan hat. Und sie findet wirklich an, nur mit rechts zu kämpfen. Das geht vielleicht auch ein bisschen leichter von der Hand als mit links, aber ja, sie ein paar Mal zieht sie sich doch etwas weiter zurück. Zieht ihn dann aber auch näher an die Drachengardisten. Mora steht vor dem Stand, hinter dem sich Osko verschanzt hat. Ja, sie lässt sich bewusst weiter zurückfallen, weiter ins Zentrum, weiter zu den Gardisten und auch weiter zu den Gefängnissen, die da stehen. Und nestelt jetzt tatsächlich nach ihrer Schleuder, steckt das Beil weg und sucht in ihren Manteltaschen. Erst hat sie ein paar Steinchen gefunden, aber das ist die falsche Tasche. Dann die nächste und holt jetzt tatsächlich blanke Metallkugeln dort hinaus. Und legt sie ein. Und versucht auf die zu zielen, die ihr am nächsten sind. Und zielt tatsächlich aufs Gesicht. Es soll Schaden machen und es soll sie wütend machen und näher zu den Gardisten bringen. Legst die Kugeln in die Schleuder ein, drehst dich dann in einer gewandten Bewegung um und suchst dir das nächste Ziel. Eine Barbarin, kurz vor dem Stand, hinter dem sich Osko gekauert hat, hebt ihre Axt gerade hoch über den Kopf und lässt sie auf den Stand niedersausen. Und Osko hört so ein Knacken und Knarzen, als der Stand mit einem wuchtigen Hieb der Axt in zwei Teile gespalten wird. Osko richtet sich auf jeden Fall wieder schnellmöglich auf und springt erst einmal von dem Stand weg, als er dieses laute Krachen hört. Und, du hast diese Barbarin, die von oben bis unten mit irgendwelchen merkwürdigen Farben bemalt ist. Ja, ganz bestimmt. Setzt dir nach, irgendwie tritt die Trümmer des Standes irgendwie zur Seite, als sie von etwas im Gesicht getroffen wird. Und auf die Knie runtersinkt. Osko, nimm ein Beil! Und sie dreht sich so, hat die Schleuder immer noch in der Hand, dreht sich aber so, dass du quasi an ihrer Hüfte an den Gürtel kommst. Osko rennt auf sie zu und würde dann tatsächlich das Beil in die Hand nehmen. Ich hatte nicht gehofft, ihr kämpfen zu müssen. Wie sagst du das? Und sie nestelt wieder, holt die nächste Stahlkugel, legt sie ins Futter. Und die Gestalt richtet sich wieder auf. Man sieht eine deutliche Delle in der Stirn. Sie hat das Gesicht ja bemalt mit merkwürdigen erdfarbenen Farben. Und man sieht aber deutlich einen Schwall Blut, der irgendwie übers Gesicht läuft und ein zorniges. Okay, jetzt ist sie wütend. Er hebt die Axt. Großartig.
Und ja, sie versucht, Mora tritt ein paar Schritte zurück, spannt wieder und sie versucht, den nächsten Schuss zu setzen. Die Kugel sirrt an Osko vorbei Richtung Barbarin und die macht eine merkwürdige, ungelenk wirkende Bewegung, reißt die Axt nach oben und die Kugel prallt vom Axtblatt ab. Ganz schlecht. Okay. Vielleicht lass sie dir nicht zu nahe kommen. Nein, ein paar mehr Schritte zurück. Ein großer Satz von ihr bringt sie auf Schlagdistanz von Osko und Mora. Jetzt, Osko, jetzt! Moment. Wenn diese Barbarin so einen so großen Schritt tut. Ist schon fast ein Sprung und kein Schritt mehr. Würde Osko schauen, dass er mit, also schwingt sie gerade wirklich ihre Axt auch dabei oder hat sie wirklich noch nicht geschwungen? Erstmal hat sie nur so einen deftigen Sprung gemacht, den die Distanz überbrückt hat zwischen euch. Müsste jetzt gleich die Axt wieder heben und dann wird es ganz übel. Wenn du dir an den Stand zurückdenkst. Dann würde Osko versuchen, so, also er ist halt nun mal nicht stark, aber er ist halt schon verhältnismäßig schnell. Würde dann versuchen, weiß ich nicht, weil werfen kann er, glaube ich, noch schlechter, würde versuchen, mit der Axt so einen kleinen Hieb irgendwie in die Seite zu tätigen, aber ein bisschen Abstand zu wahren. Weil er auch selber gerade ein bisschen überfordert ist. Probiert quasi dass sie gerade keinen richtigen Stand hat, sondern gerade in diesem Sprung irgendwie auszunutzen. Aber wird wahrscheinlich dann irgendwie nur mit der Achse versuchen, irgendwie auf ihr Bein zu schlagen, aber dann irgendwie nicht treffen können und dann wieder versuchen, schnell von dir wegzukommen, dass sie ihn nicht packen kann oder dergleichen. Diese merkwürdige Aktion ist überrascht die Barbarin auf jeden Fall. Eigentlich damit gerechnet, dass du sie direkt konfrontieren würdest oder direkt in den Kampf gehen würdest. Lässt die Axt dann auch niedersausen und die trifft allerdings nur den Boden da, wo du eben noch gestanden hast. Dann knurrt sie in Richtung Mora. Mora merkt, dass sie unverhofft sehr nah gekommen ist und dass sie nur gerade mit einer Schleuder bewaffnet ist. Also stolpert Mora fast schon hastig zurück, lässt die Schleuder sinken, greift ihren Mantel mit der einen Hand, dann mit der anderen und zieht tatsächlich einen sehr dünnen, feinen Dolch heraus. Das ist das Einzige, was sie jetzt noch hat, um auf die kurze Distanz irgendwas auszurichten. Aber sie merkt auch, dass sie gegen so eine starke und große Person nicht direkt ankommen kann. Sie muss auf jeden Fall schauen, dass sie so um sie herum tänzelt, dass sie ihren Rücken preisgibt. Aber nicht für Mora, sondern für Osko. Dass er eine Chance hat, sie anzugreifen. So tänzelt Mora um die Gestalt herum, während Astanio merkt, dass eine Pranke des Barbaren vor ihm ihm am Arm gepackt hat und ihn zur Seite wegreißt. Boah! Mit spuckendem, mit Ausspucken kriegst du ein. Ich glaube, ich habe ja auf das in die Seite gerade zugemacht. Einen Moment. Während Astanio noch vor Schock überlegt, was er tut, sehen wir Elena, die zurückweicht vor einem großen Axtblatt. Ja, sie weicht tatsächlich zurück, weil sie dann doch nicht damit gerechnet hat, dass der so gewandt ist. Vor allen Dingen scheint die Barbarengestalt auch auf kurze Distanz mit dieser grobschlächtigen Waffe ziemlich gut umgehen zu können. Elena sieht zu, dass sie wirklich doch wieder noch näher rankommt, um wirklich dann mit ihrem Säbel wieder ins Handeln zu kommen, tänzelt um ihn rum,
Wird jetzt nun wirklich dazu übergehen, mal heftigere Schläge zu setzen und auch jetzt auf die Kniekehle zielen und versuchen, da einen Kniekehle-Einhieb zu treffen, um ihn eben außer Gefecht zu setzen. Kommst aus deiner Deckung heraus, klirrend prallt ein und das andere Mal deine Klinge gegen das Axtblatt oder gegen den Axtstiel, landest ein, zwei Treffer, allerdings nicht genau dorthin, wo sie treffen sollten, da die Gestalt immer noch mal gewandt versucht auszuweichen, aber du hinterlässt einige schwere Stiche in der Beingegend. Kurzzeitig schnauft die Gestalt auf, geht kurz herunter auf die Knie und du denkst, jetzt ist es die Möglichkeit gekommen, einen schwereren Hieb zu landen. Tänzelst noch einmal gewandt auf die Seite, die nicht geschützt ist durch die Axthand, und bist dann überrascht, als die Faust des Barbaren nach oben schnellt und dir einen wahnsinnigen Kinnhaken voller Wucht versetzt. Ja, da der eben überraschend kam, wird die Lena halt zu zwei, drei Schritte zurücktaumeln. Oh, verdammt! Während Astanio warst du. Astanio, nachdem er so zur Seite gerissen wurde, ist auf seinem Hosenboden gelandet und ein paar Meter weiter weggeschlittert. Und erkennt, dass er mit fairen Mitteln hier nicht mehr ankommen kann. Und dann denkt sich, okay, dann müssen wir halt anders agieren. Rast auf den, also steht auf, rast auf diesen Trollzacker zu. Sein Schwert eher wie eine Sense haltend, anstatt wie ein Schwert. Und rast auf ihn zu und hackt sein Schwert ihn durch den Fuß durch. Dass er, wenn möglich, einen seiner Zehen abtrennt. Ja. Breite Schwert saust wie ein Sense nach unten, durchbricht die Deckung des Trollzackers mit dem ersten Hieb. Astanio dreht das Schwert kurz einmal und rammt es dann in den Boden, in den Fuß des Barbaren. Und du hörst keinen Schmerzenslaut, nur ein kurzes und merkst dann, wie dein Kopf nach links gebrecht wird, als du den Ellenbogen des Barbaren voll gegen die Seite gegen den Kopf beknallt bekommst. Gott sei Dank nur der Ellbogen, nicht die Axthand. Elena ist zurückgetaumelt. Schmerzen. Vielleicht ein Zahn, der ausgeschlagen wurde. Also es merkt Elena auch so ein Verdammt. Verdammt, okay. Und sie atmet durch. Spuckt nochmal aus. Hat in ihrem inneren Gedanken kurz nach oben. Du hast kaum Zeit nachzudenken und dich zu sammeln, denn schon wird rasaust die Axt wieder auf dich nieder, von oben nach unten geschlagen. Und die Lena, die jetzt doch scheinbar konzentrierter war, als es für den Gegner Anschein hatte, springt elegant zur Seite und nutzt eben dass die Axt nach unten geht und schlägt dem Gegner jetzt mal hoch auf die Seite zu auf. Quasi unter dem Schlag hindurch, wenn er nach unten schwingt, in die Flanke rein. Eine Stelle, auf die sie bisher nicht gezielt hat. Und voller Wucht Der Barbar treibt die Klinge nicht in den Boden, sondern lässt sie herumwirbeln. Allerdings bleibt die Flanke ungeschützt und Elena rammt ihren Säbel tief in die Seite des Barbaren und es gibt ein lautes Gurgeln und Elena merkt das warme Blut über den Säbel laufen. Dreht den Säbel vielleicht auch einmal in der Wunde, bevor sie ihn wieder rauszieht. Naja, sie zieht ihn tatsächlich direkt raus. Sie ist ja nicht allzu brutal. Muss dann allerdings einen Schritt zurück machen, weil der Säbel ja ziemlich lang ist. Währenddessen zieht der Barbar die Axt einmal herum und
Das Axtblatt trifft Elena fast an der Seite. Ein kleiner Schnitt bleibt hinterher und hat deine Kleidung zerschnitten. Auf Hüfthöhe. Allerdings nur die Kleidung, nicht. Du siehst, die Gestalt vor dir sich die Seite hält. Aus mehreren Wunden nun blutend und aber immer noch zornig in deine Richtung schlagend. Die Axt immer noch in der Hand wirbelnd haltend und merkwürdig stark und trotzig schaut er dich an. Während Mora um ihre Barbarin herumgetänzelt ist und Osko die Möglichkeit gibt, den Rücken der Barbarin anzugreifen. Ja, wenn die Barbarin sich auf Mora konzentriert, würde Osko versuchen, weil das Beil ist ja nur recht klein. Osko stellt sich vor, er beruft sich auf seine Fähigkeiten und Holzhacken kann er gut. Er würde vorstellen, dass er dieses wuchtige Bein wahrscheinlich, was diese Barbarin hat, würde auf den Unterschenkel zielen und das behandeln wie einen Holzscheit, den er in zwei Teile spaltet, und probiert die Achillesferse dieser Barbarin dabei zu treffen. Die Axt von Osko saust nieder. Osko stellt sich vor, als würde er einen Holzscheit in zwei Teile hacken und ist deswegen total überrascht, als die Axt auf das Fell am Bein der Barbarin aufprallt. Zwar das Fell, das dicke, die dicke Fellkleidung zwar zerschneidet, ziemlich einfach sogar, und auch merkst, wie die Axt in das Fleisch eindringt. Allerdings warst du von einem Holzscheit weniger Gegenwehr gewohnt, denn sofort, als die Axt eindringt, zieht die Barbarin das Bein nach vorne weg, wirbelt einmal herum und schlägt Osko mit dem Knauf der Axt, also mit dem unteren Teil, voll in die Magengruben. Osko macht ein paar Schritte nach hinten. Wodurch Mora allerdings jetzt wieder Möglichkeit hat, sie von hinten anzugreifen. Ja. Als Mora sieht, dass sich Osko getraut hat, sie anzugreifen, und als die Barbarin sich umdreht, sprintet mit eiligen Schritten Mora auf die Frau zu und fast schon im Sprung versucht sie, den Dolch ihr zwischen die Rippen zu schieben. Links nach vorne, du merkst, dass die Barbarin sich voll auf Osko konzentriert hat, der würgend gerade weil er einen unglaublich heftigen Schlag gegen den Bauch bekommen hat, vor ihr steht. Osko hat den Kopf gesenkt, Barbarin hebt die Axt nach oben und währenddessen springt Mora auf den Rücken der Gestalt und treibt den Dolch tief zwischen die Rippen in die Seite der Gestalt und sie jault laut auf. Die Axt saust neben Osko in den Boden. 2 Zentimeter weiter rechts und der Kopf wäre gefallen. Ja, sie versucht, die Barbarin niederzuringen, sticht nach, blind vor Wut und aus Angst um Osko. Astanios Gegner hat ihn schwer getroffen. Blutet allerdings auch aus der Beinwunde und humpelt auffällig, ist ungelenk und zieht das Bein deutlich nach. Der Körperschwerpunkt ist nicht mehr im Gleichgewicht, das kann Astanio mit seinem geschulten Soldatenblick sofort erkennen. Astanio schnauft tief, denn der Ellbogen hat ihm auch einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Du merkst, wie das Auge ein bisschen anschwillt. Aber das ignoriert er gekonnt. Das hat er in der Schule gelernt. Und erinnert sich an seinen alten Meister Alrik. Wer groß ist, der fällt tief. Und rast ohne sein Schwert. Das Schwert liegt immer noch daneben. Mit dem Kopf voraus in die Magengrube des Trollzackers und reißt ihn um. Als würdest du vor eine Wand laufen. Aber du hast nicht damit gerechnet, irgendwie dass
dass dieses Wesen vor dir so viel Widerstand bietet. Du reißt ihn zwar um und bringst ihn aus dem Gleichgewicht, weil er hat durch den verletzten und halb abgehackten Fuß kaum noch richtig stand. Aber durch der Aufprall mit dem Kopf voran in die Magengrube tut nicht nur ihm, sondern auch dir ziemlich weh und mit einem Brummschwedel reißt du ihn zu Boden. Liegt unter dir und windet sich. Und du merkst, wie er seine Muskeln anspannt und versucht aufzustehen. Hier brummt der Schädel. Du hast das Gefühl, mit bloßem Kopf gegen eine Wand gelaufen zu sein. Mit ziemlichen Kopfschmerzen taumelt Asanio, also versucht Asanio wieder auf die Beine zu kommen und taumelt so ein bisschen vor sich her. Soll dir auf jeden Fall gelingen. Dein Schädel brummt halt, aber du kommst auf jeden Fall auf die Beine. Sehe ich irgendetwas in der Nähe, was ich als Waffe benutzen könnte? Das Schwert liegt ja ein bisschen zu weit weg. Dein Schwert liegt irgendwo auf dem Boden, kannst du gerade in dem ganzen Getümmel allerdings nicht so schnell sehen. Du siehst halt ein Marktstand, der hat vielleicht irgendwo so ein, ja, du könntest den irgendwie so einen Holzscheit rausreißen und den als Knüppel benutzen oder so. Dann macht der Sonio genau das, nimmt, reißt geradezu den Marktstand in zwei, nimmt sich die größte Leiste und gerade als der Trollzacker gerade so sich so aufgesetzt hat, kommt ein Holzknüppel ihm nochmal entgegen und klatscht ihm ins Gesicht und zerbricht an seinem Schädel. Allerdings kippt er auch sofort wieder nach hinten über. Elena hat immer noch einen Gegner vor sich, der allerdings schwer gezeichnet durch den Säbelstich in der Seite ist. Sich kaum noch auf beiden Beinen halten kann, aber immer noch seine Axt schwingt. Bringen wir es zu Ende. Die Lena wird halt noch mal in den Rand gehen. Und sie wird an ihn rangehen und ihm dann den Rest zu geben. Elena schwingt ihren Säbel in einem großen Kreis, um ihm den Rest zu geben. Er duckt sich allerdings nach unten weg, greift mit der Hand in den Boden, in den Sand und schmeißt Elena mit Wucht etwas Staub ins Gesicht. Matsch. Auf. Ja, auf Schneematsch ins Gesicht, ja. Elena weicht nur wieder zurück, wischt sich das aus dem Gesicht. Sagt Verzeih und stürmt auf den los und fängt an, auf den stürmst nach vorne, wo du ihn vermutet hast, dass er gerade noch ist, dass du den Matsch aus dem Gesicht gewischt hast. Allerdings lässt er schon zur Seite und rammt dich jetzt, während du nach vorne läufst, von der Seite auf den Boden nieder. Elena fällt, schafft es sich aber aufgrund von Reflexen durch ein jahrelanges Training sich abzurollen. Einmal quer durch den Matsch und kommt dann wieder zum Stehen und hat dann direkt den Säbel gegen ihn gerichtet. Er liegt auf dem Boden. Liegt auf dem Boden. Der hat sich auch hingelegt. Er wollte dich ja umreißen, hat er ja halb geschafft. Du hast dich abgerollt, bist wieder auf die Füße, aber er ist halt auf dem Boden liegen geblieben. Gehe ich an ihn ran und schaue, wie er denn da, also nicht zu nah, aber... Drückt sich gerade wieder nach oben. Geht sie auf ihn hin und setzt ihm den Klinge an den Kehle. Freundchen. Spuck dich ab. Versucht nach dem Klingenarm zu greifen. Elena nimmt dann, weil sie Klinge am Hand und zieht halt jetzt durch. Wenn sie nach hinten wegzieht, ist er hin. Ja. Es macht ein ekliges, guter Kampf, ein ekliges, gurgelndes Geräusch durch. Und die Kehle des Trollzackers wird mit einem Schnitt durchtrennt. Mhm. Sie schleudert dann das Schwert ab und zieht sich nach den anderen um. Siehst, wie Asanio über einem am Boden liegenden
Trollzacker steht mit einem Kantholz oder sowas in der Hand. Dem Überrest eines Kantholzes oder sowas. Unter ihm liegt irgendwie mit dem Gesicht nach unten, nach oben, nicht nach unten, nach oben, den Trollzacker im Matsch. Auf der anderen Seite sitzt Mora quasi auf dem Rücken einer Trollzackerfrau und sticht immer wieder mit dem Dolch irgendwie in die Seite. Während Osko davor mit seinem Beil steht und nicht genau weiß, ob er noch zuschlagen soll oder nicht. Elena geht, schaut, sieht, dass Mora offensichtlich klarkommt, wird nochmal dann zu Astani rübergehen. Sich nochmal den Augen wischen. Bist du fertig? Dich blickt ein blaues Auge an. Ja. Ja. Trollzacker unter Astanio bewegt sich nicht mehr, atmet allerdings noch. Schaut sich um, sieht er doch irgendwelche Dorfbewohner. Ja, überall. Dann überlegt er sich dreimal mit seinem Paralyparalein und schaut so auf den drunter und schaut da wieder auf Elena. Meinst du, der bleibt liegen eine Weile? Ich weiß es nicht. Oder nimmt das Stadio, dann nimmt das Stadio das Kantholz noch einmal und haut noch mal ihm eine über. Einfach zur Sicherheit. Jetzt sollte er liegen bleiben, wenn du nicht den Schädel eingeschlagen hast. Hey, Wachen! Lena brüllt zu denen. Wachen sind gerade mit einem Kampf beschäftigt. Das sind auch nochmal welche. Ach. Scheinen aber die Überhand zu gewinnen. Ich gehe mal mein Schwert suchen. Ja, solltest du. Was macht Osko? Was tut denn die Barbaren? Die Barbarin hat ihre Axt fallen lassen und versucht nach oben hin irgendwie nach Mora zu greifen, die sich die Hände aber allerdings immer wieder irgendwie wegduckt und immer wieder den Dolch in die Rippen gegensaugen, sausen lässt. Denn, aufgrund der Karte, die ich gezogen habe, wenn die Barbaren so hinter sich probiert zu greifen, dann auch in die Richtung schaut, würde Osko, der ja sieht sowieso... Sieht dich überhaupt nicht, ja. Genau, würde ja Osko, der sich sowieso in dieser gebückten Position befindet, einen Satz nach vorne machen, weil er springen soll, so weit wird es nicht sein. Und er hat ja noch dieses kleine Messer, was er auch im Dorf damals benutzt hat, um Tieren den letzten Streich zu geben, würde dann nah an sie herantreten und ihr dann das Messer in den Hals treiben. Trotz der ruckartigen Bewegung, die sie mit dem Kopf immer wieder macht, trifft Osko merkwürdig gezielt und es gibt noch mal einen letzten gurgelnden Laut und diese schwere Gestalt von 2,40 Meter oder 2,30 Meter kippt nach vorne weg und begräbt Osko unter sich. Und Mora sitzt ja auch noch hinten drauf. Also. Oh. Die merkt das wahrscheinlich erst 1-2 Sekunden später und dann, oh, verdammt, verzeih. Und geht von der Barbarin runter und versucht, die wegzuziehen, wegzurollen. Bist du verletzt? Elena kommt dann auch ran und packt mir dann. Nichts Schlimmes, aber schieb sie runter. Komm, ich packe, ich helfe dir, Mora. Drehen es einfacher zur Seite. Und gemeinsamer drehen wir sie weg. Die Gardisten scheinen die restlichen Trollzacker in die Flucht geschlagen zu haben. Ist sie schwer. Geht's dir gut, Mora? Sie nickt und hält dir die Hand hin und hilft dir auf. Ja. Osko greift die Hand. Und mustert dich auch nochmal von oben bis unten. Alles dran? Osko tastet sich ab. Ja, sieht gut aus, Alicia. Oskos Schulter tut ein bisschen weh, aber sonst alles in Ordnung. Bisschen schwierig Luft kriegt er, weil das hat ihm dann doch irgendwie dieser Schlag in die Magengrube dann doch einen ziemlichen Schlag versetzt. Gib mir noch einen Moment, ich muss ein bisschen durchatmen. Natürlich, und sie schlägt ja so ein bisschen wohlwollend auf die Schulter, blickt sich aber eigentlich direkt um, ob nicht irgendwer der Gruppe in den Rücken fällt und versucht die Lage einzuschätzen. Die Gardisten haben, wie gesagt, die restlichen Angreifer gerade in die Flucht geschlagen.
Astalio kommt auf euch zu, das Schwert in der Hand, eher gerade als Gehstock benutzend und ein bisschen gekrümmt gehend. Das Bein nachziehend, er hat dann doch mehr dickes, abbekommen. Dickes blaues Auge. Und mit dem dicken blauen Auge kommt er auf euch zu. Elena spuckt auch regelmäßig aus und merkt, es kommt so Blut aus dem ein bisschen spuckt, wenn sie spuckt. Das war ein guter Kampf und er merkt, dass sie halt so eine Zahnlücke hat. Bist du verletzt? Ach, die Schulter zwickt nochmal. Es war ein harter Kampf, aber es war ein verdammt guter Kampf. Gib mir einen Moment. Ich schau mir das später an. Mit Wurst eigentlich. Du hast übrigens auch einen sehr guten Stich gesetzt, wenn ich mir das so angucke. Und ja, Astalio sagt, du kannst nicht ausruhen. Kämpfen. Der Stich, das Messer. Und Osko beugt sich runter zu der toten Barbaren und zieht ihr das Messer aus dem Hals. Was ist von Meister Ralmir? Das kann ich nicht so denken lassen. Nein, solltest du nicht. Mann. Jetzt habe ich. Asadin guckt sich um, geht sicher, dass keine Ohren zuhören, die nicht zuhören sollen. Und sagt, das werde ich auch noch blind ohne Magie zu benutzen. Also langsam geht mir das auf ein bisschen auf den Wecker. Ach, keine Sorge, ein kaltes Stück, ein gutes Stück Fleisch hilft. Oh, ich glaube, ich brauche auch eins. Wie reibst du das Kinn? Ich werde auch erstmal zur Kühlung. Komm, lasst uns Richtung Gasthaus gehen. Sollten wir nicht noch ihren Zahn suchen und gucken, ob wir den wieder... Ach, warum? Und Mora nickt und hakt Osko so ein bisschen unter, falls er noch ein bisschen wackelig auf den Beinen ist. Und geht langsam aber zügig Richtung Taverne mit ihm. Was will ich mit einem ausgeschlagenen Zahn? Ach, vergiss es. Danke. Das ist eine humpelt Mora und Osko hinterher. Richtig stützen, alter Mann. Elena knufft ihn so ein bisschen. Wenn du mich nochmal knuffst, dann kannst du mich tragen, weil ich umkippe. Okay, ich stütze dich. Und dann. Ja, ihr betretet wieder die Taverne. Einige andere Verletzte haben sich ebenfalls hier eingefunden. Der große Slavian versucht gerade bei dem Schankmann, dem Schankbuben, der ebenfalls gekämpft hat, den Arm zu verbinden. Dann, wenn Osko in den Raum tritt, würde er versuchen, wieder so ein bisschen Haltung anzunehmen. Dann, danke, Alisa, passt schon. Und geht dann zu dem Schankbuben und würde dann dem Mann versuchen, dann den Arm zu richten. Weg da, ich kann das. Ist gebrochen. Ja, das sieht man. Ich hab's in dem Eimer festgehalten. War wohl ein Fehler. Ja, das glaube ich auch. Lass mich mal schauen. Ich habe in Schwarzu das öfter mal gemacht. Und Osko würde versuchen, ihm den Arm soweit eigentlich zu richten. Das ist ja schwierig, aber ihn halt so fest an den Körper zu pressen, drum zu binden, dass er den nicht bewegen kann. Ihr macht das gut, meint der große Slavian. Danke. Ihr habt eure Talente, ich hab meine. Zu wissen. Osko zwinkert ihm zu. So, und du solltest ihn auf jeden Fall nicht bewegen. Du musst morgen zu einem richtigen Arzt. Ja. Danke. Und setzt euch hin und ich weiß nicht, probiert das irgendwie zu kühlen. Wurde einen nassen Lappen oder so. Und Osko hält sich ein bisschen die Seite und geht dann zu einer anderen Person und versucht dabei, irgendwas zu helfen. Und dabei seinen einen Schmerz, den er gerade fühlt, zu... Es sitzt eine in eine dunkle Robe gekleidete Gestalt mit langen schwarzen Haaren in der Ecke und hält sich so die Seite. Und dann, wenn das die nächste Person ist, tritt Osko auf diese Person zu. Braucht ihr Hilfe? Sie haben meine Seite erwischt. Lass mal sehen. Könnt ihr euch das mal angucken? Zeig mal her, vielleicht kann ich was machen. Die Robe ist zerschnitten an der Stelle, allerdings siehst du keine Wunde. Dann schaue ich nach oben.
zur Person. Hm. Und weil schlimm. Es blutet gar nichts. Es ist, da habe ich wohl Glück gehabt. Nur eine Prellung. Aber... Dunkle Mutter sei Dank. Ja. Probier doch vielleicht nicht zu viel zu bewegen. Keine Sorge. Danke für die Hilfe. Nicht dafür. Der Osso legt ihm eine Hand auf die Schulter. Mal sehen, was sich machen lässt. Und Osco humpelt dann auch leicht zu dem anderen, zu anderen Personen, die vielleicht schwerer verletzt sind. Ja. Du findest nur kleinere, keine ernsthaften Verletzungen hier vor. Was machen Mora, Astania und Elena? Mora hätte sich auf eine der Bänke niedergelassen, einfach ein bisschen durchgeatmet und dann, ja, Osco einfach machen lassen, weil sie merkt, okay, sie kann ihn ja irgendwie nicht aufhalten, er ist jetzt total in seinem Element und hätte ihn einfach ein bisschen beobachtet und dann die anderen Gefährten gemustert. Ein bisschen eingeschätzt, wie viele Leute verletzt wurden und ob viele Gardisten da sind. Einfach, ja, sich ausgeruht und beobachtet. Astalio hätte sich neben Mora fallen lassen, inzwischen mit einem großen Stück Fleisch, das er sich aufs Auge hält. Interessantes Rodeo hast du da abgeliefert. Naja, jetzt ist sie tot. Sonst wäre Osgood zweigeteilt worden. Und das will ich nicht zu verantworten haben. Sah trotzdem sehr interessant aus. Ich würde jetzt gerne sagen, gelernt ist gelernt, aber das wäre einfach gelogen. Es ist doch sonst so eine Spezialität von dir. Jemanden ein Deutsch zwischen die Rippen jagen? Zweitens hätte ich vermutet, aber ich meinte eher das Lügen. Au! Mora beobachtet, wie Osco diesen merkwürdigen Mann verarztet, dann von ihm weggeht zu anderen Verletzten. Und da blickt dieser Mann Osco kurz hinterher und du siehst ganz für einen Bruchteil einer Sekunde einen grünlichen Schein in seinen Augen. Dann zieht er aber die Kapuze wieder über den Kopf und bleibt erstmal sitzen. Dann würde Mora anfangen, diesen Kerl zu beobachten. Nicht anzustarren, das wäre zu auffällig, aber sie lässt den Blick schweifen und immer wieder blickt sie zu diesem Typen, was er macht, wohin blickt, wie er sich verhält. Lässt sie nicht aus den Augen und nuschelt dann mehr. Lässt deinen Blick schweifen und versuchst unauffällig zu sehen und lässt du dann wieder in seine Richtung blickst, siehst du ihm direkt ins Gesicht, weil er dich direkt anschaut. Kenne ich sein Gesicht? Bin mir unsicher, aber ich glaube schon. Nein, du hättest ihn schon mal gesehen. Wohl, Moment. Nee, nicht ohne Helm. Also okay. Ein linkes Gesicht, mir sagt dir nichts, ne? Ja. Und ich blicke offen zurück und ein wenig irritiert. Und ich nuschel so, dass kaum meine Lippen sich bewegen. Der Typ gefällt mir gar nicht. Und vielleicht kann Oskos verstehen. Osko ist gerade an der anderen Ecke des Raumes und versorgt gerade, aber Astania und Elena sind da und Elena blickt dann auch in diese Richtung und erkennt Sulman Alvenisch. Elena räuspert sich. Später. Oh Gott. Er hat einen harten linken Haken. Die Gestalt, die grinst Mora an, steht dann auf und verschwindet nach oben die Treppe hoch. Und sie blickt den anderen kurz ins Gesicht. Wer ist das? Stanio müsste den auch nicht kennen eigentlich, aber Elena kennt ihn auf jeden Fall. Ja, also Mora guckt so links und rechts zu den Gefährten und fragt einfach offen, wer ist das? Astalio, wer? Der Typ da? Wo soll ich denn das wissen? Komischer Kerl. Elena lehnt sich rüber zu den beiden, steckt also wirklich die Köpfe und lehnt sich zu Mora. Und sagt dann, flüstert ihr ganz leise ins Ohr, das ist Sulman Alvenisch.
Das heißt doch. Gefehlt. Ja, das ist ein Auto auf uns. Welches? Dann ist das der Seelensammler. Er ist es. Er ist der Mirabel. Wenn sich nichts geändert hat über die letzten 10, 15 Jahre. Mora lässt sich noch weiter nach hinten sinken. Warum das soll er nicht hier sein? Das sagen wir Oskar am besten erst, wenn er fertig ist mit seiner Arbeit. Ja, mir gefällt nicht, dass er... Naja, er hat sich hier auch einquartiert. Wir sollten also hier... verschwinden. Ja, morgen. Oh, morgen? Heute Nacht noch. Wir haben gezahlt. Wir machen jetzt gute Miene zum bösen Spiel und dann verschwinden wir ganz, ganz schnell. Die Stadttore sind zu, wir kommen heute Nacht nicht raus. Wir finden einen Weg. Gut. Dann. Oh, aber vorher müssen wir noch Jandrik einsammeln. Packen. Ich hoffe, der hat nichts mit diesem Überfall zu tun, aber zutrauen würde ich es ihm. Er hat seine Finger nicht im Griff. Jandrik, wo bist du? Ja, werden wir dann sehen. Ich wette, er könnte uns sagen, und sie nickt zu der Treppe ins obere Geschoss, wo ein wenig gerade verschwunden ist. Astanios Gesicht hat sich verhärtet, sobald der Name von Jandrik erwähnt worden ist. Mit diesem verhärteten Blick auf Astanios Gesicht mit dem geschwollenen Auge verlassen wir die Rabenmark. Heute. Ja. Autsch. Kill-Counter plus 1. Jawohl. Ja, bei Oskar auf jeden Fall. Der erste Kill. Wupp, wupp. Ach, an meine kommst du nicht dran. Au, au, au. Unser lieber Freund. Da haben wir uns jemanden angelacht. Ja, hat uns gern. Recording stopped. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jemanden nicht umgebracht habe, sondern wirklich nur K.O. gehauen habe. Was? Elena hat es halt beendet, weil... Ja. Schöne Szene. Ist sehr, sehr geil. Der Kampf hat man wieder ein bisschen mehr beschreiben und so rausgefordert. Fand ich gut. Aktion. So ein bisschen... War schön. Und ich finde halt hier die Kämpfe auch sehr, sehr, also gut, ich habe ja auch sehr viel Freiheit, ihr ja auch, und es ist halt echt gefährlich zu kämpfen, was man merkt, ne? Also. Ja, ja, ja. Und ja, vor allen Dingen Trollsacker und wir alle sehr gut bewaffnet, also gerade Osko und Mora so richtig. Top bewaffnet. Aber da, ich fand, es hat halt auch dann gut gepasst, dass die beiden so ein bisschen aufeinander aufpassen und das nicht wie Rambo angehen, ne? Mhm. Sehr schön, den alten Astanio wieder raushängen lassen zu dürfen, oder? Oh ja, ja. Den hat es halt, ich glaube, bestimmt jetzt, wir sind bei Folge 17, das heißt, dass den hat es jetzt seit 18 Folgen nicht mehr gegeben. Ja. Ja, also zwischendurch war der Chat etwas verwundert, weil du ja ein Magier bist, aber er kommt halt von Schwert und Stab zu Beilung, er ist halt Soldat. Das heißt, er kann das. Ja. Yep. Ja. Das wäre auch vielleicht nicht die cleverste Aktion, jetzt im Fenster auf einmal rumzuzaubern. Mal wieder ein Feuerball. Ich hatte diese Karte gezogen mit den Flammen, habe gesagt, ey, ich kann die nicht ausspielen. Die kann ich wirklich nicht ausspielen, es geht nicht. Da gab es doch andere Punkte, wo du die hättest entsprechend machen können. Alles wäre in Richtung Magie gegangen in dem Fall. Okay. Das andere hätte keinen Sinn gemacht und deswegen habe ich gesagt, ich musste heute echt 3 oder 4 Mal neu ziehen, weil es einfach Karten gab, wo man echt sagen muss, sehr schwierig. Ich habe keine Karte gezogen, es war ein Kampf, da war Elena eigentlich ziemlich straight, besiegt einen Gegner. Müsste ja auch nicht, man könnte das so gut machen. Also ja. Spieler loben, sagt Daune, ja. Ja. Dankeschön. Danke. Anschließen, ja. Auch den Meister loben, der hat auch mit uns, der hat auch seinen Spaß mit uns und hat uns auch schöne Kämpfe geliefert. Ja. Jetzt kann sich Astanio offiziell dazu bekennen, dass er einen Trollzacker K.O. geschlagen hat. Ey, das gibt Geschichten für die Enkel. Ja, jetzt gucken wir nur, was Jandrik gemacht hat. Ich habe so meine Idee, ich werde die mal gucken, ob ich die mit Marot noch absprechen kann. Aber schauen wir mal vielleicht. Ich bin gespannt, hat der die Trollzacker ins Dorf gelassen? Wir. Oh, ich würd's so, ganz ehrlich. Da wird der, glaube ich, aber schon eine Faust kriegen von mir.
Von Osko. Nein. Alter, nicht nur von Osko. Ich glaub, in dem Moment würden alle vier sich auf ihn stürzen und die Grünen und Blau brüllen. Ja, vielleicht hat er halt gedacht, er hilft uns damit. Also für den Fall das, weil spekulieren bringt ja hier sowieso nichts beim Koali, weil hätte Kerkerkette, ne? Ja. ja. Also ich finde, es würde zu Jandrik passen. Ja, voll. Eben, genau das. Unüberlegte Kurzschlussreaktion. Ich knack mal das Schloss. Auch. Ich sag es gerne noch einmal. Jandrik ist Astalio in Jung und das fuckt Astalio so extrem ab. Ja, ich kann dich überhaupt nicht verstehen. Aber es war auch ein herrliches die Szene im Gasthaus mit dem, das Spiel war auch schön, dieses wir geben vor, jemand anders zu sein. Ja. Slavian der Große. Slavian der Große war auch herrlich. Gelernt bei Slavian dem Kleinen. Dem Kleinen. Ja, da hätte Mora, wenn sie gedacht hätte, dass der noch irgendwas verheimlicht, oder? Vielleicht. Und jetzt muss man auch dazu sagen, so viel dazu zu dem Spruch, Astalio kann nicht lügen. Ja, das stimmt. Ja. Hat er heute gut gemacht, ja. Das ging, ja. Wir sind nicht aufgeflogen, erstmal nicht. Auch wenn so ein war, Schatz, Irena soll. Okay, ja, ich spiele jetzt mit. Besser ist das. Sehr schönes Ding. Aber Onkel. Ja, gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. An euch da draußen auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch nochmal an Snake für das Abo. Vielen, vielen Dank. Ist jetzt qualifiziert. Du warst, glaube ich, schon das im Folgemonat. Sehr, sehr cool. Wenn ihr Lust habt, irgendjemand hat geklippt, habe ich gerade gesehen. Frage ist was? Teilt uns mal den Link, Clip-Link. Genau, falls ihr irgendwie was geklippt habt, dann schickt uns ruhig auch nochmal den Link über den Discord oder so. Habe ich eigentlich einen Command dafür? Warte mal. Keine Ahnung. Nee, muss ich mal einrichten. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in 2 Wochen dann wieder gesund wieder. Man hat das vielleicht heute ein bisschen gemerkt. Ich bin angeschlagen. Kako auch und Elanor auch. Hoffentlich gibt sich das alles wieder ein bisschen. Und wir machen müssen nicht wieder einen ganzen Monat aussetzen. Ja. Und und falls ihr die Zeit bis dahin nicht wisst, was ihr machen sollt, könnt ihr gerne bei Kako, Ozzy, Sierra oder Elanor auf den etlichen Kanälen schauen. Ausrufezeichen Ozzy, Elanor, Sierra oder Kako in den Chat, dann habt ihr doch direkt die Links dafür. Ansonsten, wenn ihr auch auf YouTube runterschaut, alles in der Beschreibung. Da gibt es bestimmt tolle Sachen noch zu sehen, mit denen ihr euch ganz doll die 2 Wochen vertreiben könnt. Nächste Woche gibt es hoffentlich auch wieder Phileason hier. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Mach das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.